Seitdem wir beisammen waren, sind viele Kameraden gefallen und haben ihr Leben für Deutschland und für den Führer gegeben. Ihnen voran, und ich bitte Sie, zu seinem und zu all unserer toten SS-Männer und toten deutschen Soldaten, Männer und Frauen, zur Ehre sich zu erheben, Ihnen voran aus unseren Reihen, unser alter Kamerad und Freund, Obergruppenführer Eike. Ich bitte Sie, sich zu setzen. Ich habe es für notwendig gehalten, nun am Beginn des fünften Kriegsjahres, das ein sehr schweres Kriegsjahr werden wird, Sie, das hohe Führerkorps der SS und Polizei, zusammenzurufen. Nüchtern, wie wir immer waren, wahrheitsgetreu uns selbst gegenüber, wollen wir in dieser Gruppenführerbesprechung einige Dinge besprechen. Ich werde Ihnen, so wie ich es in langen Friedensjahren gewohnt war, meine Meinung über die Lage, so wie ich sie ansehe, über unsere Aufgaben, über das, was wir bisher erreicht haben, was wir bisher getan haben, über das, was uns zu tun ansteht in der Zukunft, werde ich Ihnen in möglichst kurzen Worten darlegen und das tun. Zunächst die Kriegslage. Ich fange mit Russland an. Als im Jahre 1937, 38, glaube ich, war es, in Moskau die großen Schauprozesse stattfanden und der ehemals zaristische Fähnrich, später bolschewistische Marschall Tuchaschewski und seine Generäle erschossen wurden, waren wir in ganz Europa, auch wir in der Partei, auch wir in der SS, der Ansicht, dass damit das bolschewistische System, dass damit Stalin einen seiner größten Fehler begangen hätte. Wir haben uns in dieser Beurteilung der Lage absolut getäuscht. Das können wir wahrheitsgetreu einmal ruhig feststellen. Wir haben uns absolut getäuscht. Ich glaube, Russland hätte die 2 Jahre Krieg, und es besteht jetzt im 3. Jahr Krieg, nicht durchgehalten, wenn es die früher zaristischen Generäle behalten hätte. Es hat, und das setze ich am Anfang voraus, den politischen General, den politischen Kommissar zum General gemacht oder denjenigen, der aus der Roten Armee als Kommandeur, als General hervorwuchs, nur so ausgesucht, dass er zugleich politischer Kommissar sein konnte. Der sturste Willensträger der bolschewistischen Doktrin, möchte ich es lieber einmal heißen, nicht Weltanschauung, der ist zugleich dort Kommandeur und Führer. Im Jahr 1941, wie wir heute wohl feststellen können, kurz, vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr vor Stalin, zu seinem großen Einbruch nach Mittel- und Westeuropa ausholte, hat der Führer Russland angegriffen. Ich kann dieses erste Jahr mit ganz kurzen Strichen skizzieren. Der Angriff schlug durch. Die russischen Armeen wurden in großen Kesseln zusammengetrieben, aufgerieben, gefangen. Wir haben damals die Masse Mensch nicht so gewertet, wie wir sie heute als Rohstoff, als Arbeitskraft werten. Die Gefangenen sind
was im letzten Ende, wenn ich in die Generationen denke, wiederum nicht schade ist, was heute als Verlust an Arbeitskraft bedauerlich ist. Die Gefangenen sind nach Zehntausenden, nach Hunderttausenden an Entkräftung, an Hunger gestorben. Es kam auf den Sommer und Herbst 1941 auf den Siegeszug, der uns bis vor Moskau führte, kam der Winter 1941. Die ausgebluteten Verbände des deutschen Heeres, der deutschen Wehrkraft, kamen in einen schauerlichen Winter. Der Winter 41-42 war einesteils das Werk des Schicksals, das uns zum ersten Mal hart gewogen hat. Zum anderen aber das Werk auf der anderen Seite der politischen Kommissare und Politrucks, deren Härte und Unnachgiebigkeit, deren fanatischer, brutaler Wille, diesen Rohstoff des slawischen, mongolischen Menschen in die Front trieb und aus der Front nicht zurückgehen ließ. Im Frühjahr 1942 kam dann wieder unser Angriff. Der Angriff auf die Krim, der Angriff über den Donetsk, zum Don, zum Wolgabogen. Weit gespannt war der Bogen der deutschen oder der verbündeten deutschen Front. Der Krieg hätte im Jahre 1942, wenn alle gehalten hätten, für Russland zum Ende führen können. Denn nach allen Berechnungen und aller Wahrscheinlichkeit, die ja im Krieg ja nicht außer Acht zu lassen ist, mit der man ja schon rechnen muss, wäre der Kaukasus früher oder später in unsere Hand gefallen, Russland wäre von seinen Hauptölquellen abgeschnitten gewesen und der Hunger hätte noch ärger seine Gesetze diktiert, als wir es heute tun. Es kam der Zusammenbruch unserer Bundesgenossen. Zuerst der Durchbruch bei den Rumänen, bei zwei rumänischen Armeen, dann der Durchbruch bei der damals schon sehr wenig wertvollen italienischen Armee und dann der Durchbruch und das Davonlaufen im Rahmen der ungarischen Verbände, das totale Ausfallen von rund 500 Kilometer Front. Dieser Ausfall verlangte die Zurücknahme der deutschen Front, um sie überhaupt wieder schließen zu können. Durch diesen Ausfall ist das Opfer Stalingrad schicksalsmäßig notwendig geworden. Es ist nicht unsere Aufgabe, jede Einzelheit heute zu überdenken. Ich persönlich habe die Überzeugung, dieses Opfer, das klingt nun furchtbar roh, wenn ich das sage, war notwendig. Denn ohne die Bindung der feindlichen Kräfte um Stalingrad wäre die Schließung der deutschen Front nicht mehr möglich gewesen. Das wird, bin ich überzeugt, 10, 15, 20 Jahre nach dem Krieg das Ergebnis der Feststellung der Forschung der Kriegsgeschichte sein. Ein vielleicht dann sehr später Trost für Adelding. Koppel, hören Sie mal auf. Da unten, die ist immer so wahnsinnig krach. Da ist da ein Schacht zur Küche. Ich möchte bloß nicht, dass da alle Leute mithören. Ja, nein, da hören Sie doch alles rauf. Da muss ein Schacht zur Küche sein. Wir wollen einen kleinen Augenblick warten. Ich möchte nämlich das, was ich sage, ist ja nun nicht für alle Ohren bestimmt. Ne?
Dann in diesem Februar der erste große Kampf um Charkow. Charkow wurde geräumt unter, das ist jedem von unseren Verbänden draußen bekannt, manchmal sehr, sehr eiligen Umständen. Zur rechten Zeit kam auf Befehl des Führers unser Panzerkorps unter Führung von unserem alten Kameraden SS-Obergruppenführer Hauser nach Charkow. Die planmäßige Räumung von Charkow, auch durch das Panzerkorps, wurde von Hauser durchgeführt und es begann ein ruhmreicher, wochenlanger Feldzug, in dem dieses Korps in einem selten beweglichen, so wie es für motorisierte und Panzerverbände eigentlich richtigen und geradezu artgemäßen, wichtig wäre, in einem artgemäßen Feldzug im freien Feld, wo unser Panzerkorps den Gegner trieb, und dann Sepp Dietrich mit seiner Leibstandarte als erster in Charkow einbrach, und Charkow wiederum vom Panzerkorps genommen wurde und die deutsche Front wiederhergestellt wurde. Im Spätfrühling, Sommer dieses Jahres, antworteten wir auf Angriffe der Russen mit einem großen Gegenangriff bei Bjelgorod. Wir können mit Stolz feststellen, dass das einzige Korps, was wirklich durch das tiefe Stellungssystem der Russen durchschlug, unser SS-Panzerkorps war. Voran von der alten Division Das Reich, die Standarte Deutschland. Eine 7 Kilometer tiefe Stellung hatte der Russe gebaut. Ein Muster und Beispiel, wie wir es uns, wir Deutsche es uns gar nicht stark genug vor Augen halten können und könnten, fleißig zu sein, zu graben, sich einzugraben und Stellungen zu bauen. Denn dieser Fleiß und der Schweiß, der dabei vergossen wird, würde uns das Leben von Zehntausenden sparen. Ganz haben wir Deutsche es nach 4 Kriegsjahren immer noch nicht gelernt. Wenn man eine Schulnote dafür geben müsste, läge sie für den Stellungsbau in Deutschland zwischen 4 und 5 im besten Fall. Eines muss ich hier anerkennen: Unsere SS-Divisionen haben hier im Laufe gerade der letzten 2 Jahre sehr viel dazugelernt und betreiben ihren Stellungsbau im Ganzen fleißig. Mitten in diese Operationen an der Ostfront kam der notwendige Abzug einer großen Anzahl deutscher Divisionen nach Italien. Damit konnten wir dem Angriff der Russen
den wir mit 10 Panzerdivisionen mehr zu einer Katastrophe hätten enden können, konnten wir nicht so entgegentreten, rein kräftemäßig, wie es notwendig gewesen wäre. Hier möchte ich nun einmal einige Worte zur Beurteilung der Gesamtkraft der Russen sagen. Ein wichtiges Fundament für die Gesamtbeurteilung ist die Zahl. Wie viele Menschen hat denn der Russe? Das ist das große Rätsel. Die Schätzungen über dieses Volk in diesem hermetisch durch Jahrzehnte abgeschlossenen Land schwanken zwischen 170 bis 250 Millionen. Ich habe mich um diese Frage sehr bemüht und habe Arbeiten machen lassen, angefangen von den ersten zaristischen Volkszählungen, also von den ersten Volkszählungen, die überhaupt in Russland in der zaristischen Zeit gemacht wurden. Also zu einer Zeit, wo diese bolschewistische Tendenz, alles in Russland zu verbergen gegenüber Europa und der Welt, angefangen vom Bau einer Straße, die nicht eingezeichnet ist, bis zur Verheimlichung der großen Industrien, in denen die Panzer und eben die Flugzeuge gemacht wurden, die dem europäischen Touristbesucher als Traktorenfabriken gezeigt wurden, während in der Nebenhalle die Panzer gebaut wurden. Ich habe mir nun die Zählungen herangeholen lassen, die nicht unter diesem Gesetz des Vertarnens und Verbergens in der bolschewistischen Herrschaft Jahrzehnte vorher stattgefunden haben. Daraus lässt sich ein gewisser progressiver Fortschritt, ein progressives Wachsen errechnen. Wir sind bei unseren Berechnungen dazu gekommen, dass Russland zwischen 200 und im allerbesten Fall 220 Millionen Menschen haben muss. Im allerbesten Fall. Die einzelnen Berechnungen hier aufzuzählen, würde zu lang dauern und würde auch vielleicht zu langweilig sein. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass der Russe neben seiner heute vorhandenen Westfront, also der Front uns gegenüber, am Anfang und im Laufe dieses Jahres noch einmal zusätzlich 4 Millionen Soldaten aus seinem Volkskörper herausgepresst hat. Das bedeutet 400 mal 10.000 Mann, 400 neue Divisionen. Ich errechne mir das ungefähr folgendermaßen. Er hat den Jahrgang 1926 zum Teil schon 27 hereingeholt. Es ist eine naturgesetzmäßige Tragik, dass der russische Jahrgang an Männern zwischen im Jahrgang 25, 26, 27, die wertigen Jahrgänge, in der Männerzahl zwischen 1,5 bis 1,8 Millionen Männern liegt, während unsere Jahrgänge in diesen 26, 27 in dieser Zeit um rund 500.000 liegen. 500.000 bis 600.000, also ein Drittel des Russischen. Der Russe hat ohne Zweifel darüber hinaus aus noch jüngeren Jahrgängen, auch aus dem Jahrgang 28 schon, eine Menge Volks in seine Kompanien hereingestopft. Die Division Das Reich meldete, dass sie teilweise Divisionen gegenüberstand, bei denen ganze Kompanien aus 14- und 15-Jährigen bestanden. Es ist ja für den Russen ganz gleichgültig. Es macht ja bei ihm die Masse und diese Masse muss eben zertreten und abgestochen werden. Abgeschlachtet,
Es ist um ein ganz brutales Beispiel zu gebrauchen. Es ist wie ein Schwein, das abgestochen wird und allmählich ausbluten muss. Ohne Zweifel hat der Russe aus seiner Armee durch Hereinstopfen von Hilfskräften, also von allen, vor allem von Frauen und Jungs, noch einmal, also in die Drossel, bis in die Bataillonsstäbe, zum Teil sogar als Posten am Maschinengewehr, wo also Frauen und Jungs hereinkamen, hat er rund wohl noch einmal 1 Million Menschen herausgeholt. Chinesen hat er offenkundig nicht bekommen. Er hat jedoch diese kleineren Volkssplitter wie Afghanen, das sind 2-3 Millionen Menschen, Mongolen aus der äußeren Mongolei, 2 Millionen Menschen, und Kirgisen, die bisher vielleicht nicht so ausgeschöpft waren, wehrmäßig, hat vielleicht auch nochmal 1 Million zusammengebracht. Alles in allem glaube ich, dass er 4 Millionen zusätzlich als Offensivarmeen auf die Beine gebracht hat. Von diesen habe ich, und ich glaube, Sie kennen mich, dass ich in der Gesamtlinie ein Optimist bin. Ich weiß, dass wir den Krieg gewinnen. Das ist ein Naturgesetz. Dass ich in den Berechnungen aber sehr nüchtern bin. Und hier auch glaube, nachweisen zu können, dass ich nie in diesen Dingen falsch prophezeit habe. Ich glaube, dass der Russe bei den jetzigen Offensiven rund 2 Millionen Menschen an Toten, Gefangenen und Versehrten verbraucht hat. Wir haben also im Winter noch einmal mit einer Verzweiflungs- und Totaloffensive der Russen von 200 Divisionen, ungefähr also von 2 Millionen Mann, zu rechnen. Diesen Ansturm und diesen Anstoß müssen und werden wir aushalten. Und dann habe ich eine Überzeugung. Endlos ist überhaupt nicht auf der Erde. Endlos ist auch das Potenzial der Russen nicht. Das geht, wenn diese Brusilov, den Vergleich zu nehmen, Offensiven zu Ende sind, geht das einmal seinem natürlichen Ende entgegen. Schlimm ist beim Russen der Hunger. Es ist interessant, dass er bei seiner Masse Mensch es als richtig empfindet, Offiziere und Kommissare körperlich kräftig und bei Laune zu erhalten, indem er ihnen amerikanische Verpflegung gibt, während der kleine Ivan sehr dürftig mit etwas Brot oder ähnlichem Zeug verpflegt wird. Er macht eben seinen ganzen Krieg mit seiner brutal durchgebildeten Führungsschicht von politischen Offizieren, von Offizieren, Kommissaren und von Kommissar-Offizieren, von Politruks oder Unteroffizieren, Unteroffizieren oder Politruks. Es ist allmählich ein und dasselbe geworden. Nun komme ich zu einer anderen Art des Krieges in Russland, über den so furchtbar viel gesprochen wird. Wenn Sie nach dem Osten kommen oder wenn Sie in hohe Stäbe kommen, dann kriegen Sie im Allgemeinen eine Karte vorgesetzt in der Größe 1 zu 1 Million. In diese Karte in der Größe 1 zu 1 Million wird nun geflissentlich jede Mine, die an diesem Tag auf den Eisenbahnschienen von vielen Tausenden oder Zehntausenden von Kilometern liegt, mit einem Kringel eingetragen. Jeder Überfall, ob das ein Überfall auf einen Munitionstransport ist oder ob es ein landesüblicher Viehdiebstahl ist, der wird mit einem Kreuz oder sowas Ähnlichem eingetragen. Und dann sehen Sie eine solche Karte nur rot. Man könnte eigentlich sagen, aus, Ende, da ist gar nichts zu machen.
Übertragen Sie sich das auf eine Karte. Im normalen Maßstab. Und vergleichen Sie das nur mit den Kriminalfällen, die unser behütetes und heute noch mit Polizei reichlich versorgtes deutsches Vaterland hat, dann sinkt das zu einer unangenehmen Kleinigkeit zusammen. Es erzählt Ihnen aber, wenn Sie es hören wollen, sehr oft der kleinste Angehörige eines Stabes, besonders in der Etappe, furchtbar, die Heeresgruppe Mitte ist durch einen Gürtel von 400 Kilometern von Partisanen von der Heimat abgeschnitten. Wenn Ihnen das erzählt, reichen Sie dem Mann das Taschentuch, damit er seine Tränen trocknen kann. Nämlich, ich stelle immer dem gegenüber die Frage, ist die Heeresgruppe Mitte bisher verhungert? Nein. Hat sie keine Munition mehr bekommen? Nein. Sie hat alles bekommen. Natürlich fallen die Züge aus. Stundenlang, halben Tag lang. Hat sie keinen Nachschub an Menschen mehr bekommen, wenn einer vorfahren sollte? Nein. Ist der ausgefallen? Nein. Sie hat ihn bekommen. Dann hören Sie das nächste Gebet. Das lautet, wir haben uns im Russen getäuscht. Dieses Gebet geht aus von Männern, die meistens irgendwie östlicher Provenienz sind. In ihrer Jugend dort drüben waren, zum Teil sehr gute Bücher geschrieben haben, dabei dann eine russische Mutter hatten und denen nun erzählen, oder von so kleinen politischen Vagabunden, die wir früher schon im Ostkampf gegen Polen kannten, bei uns herausschmissen, jetzt als Soldaten, als Majore, Hauptleute eingezogen wurden und nun unter Ausnützung des Kleides unserer anständigen deutschen Wehrmacht weiter ihr intellektuelles Unwesen treiben. Wir erzählen Ihnen nun, angestachelt von dieser Propagandatendenz, ich kann es nicht anders sagen, erzählen Ihnen so und so viele, schreiben Sie im Feldpostbrief heim, denn das sickert ja von oben so herunter, schreiben Sie heim, ja, wir haben uns im Russen getäuscht. Der Russe ist ja gar nicht dieser Roboter, dieser Ausdruck wird meistens, hören Sie in sehr vielen Feldpostbriefen, ist ja gar nicht der Roboter, als den wir ihn ansahen im Jahre 41. Jetzt, nachdem wir hier herüben sind, sind uns die Augen aufgegangen. Das ist ein edles Volk, fleißig und, was weiß ich was, alles ein Ausbund, also der Tugenden. Und wir müssen sie bloß, jetzt kommt also die Höhe, zu Nationalsozialisten erziehen, am besten eine RAP machen oder sowas ähnliches. Und dann würden die, nun kommt das nächste, unter General Vlasov die Befreiungsarmee darstellen und dann käme nämlich Folgendes, was der General Vlasov uns immer nämlich sagt, Russland kann nur von Russen besiegt werden, Deutschland hat Russland noch nie besiegen können. Russland kann nur von Russen besiegt werden, deswegen auf, gebt dem Vlasov 500.000, 1 Million Russen, bewaffnet die gut, bildet sie möglichst nach deutschen Prinzipien gut aus und der Vlasov ist so edel, dass er dann gegen die Russen losgeht und die Russen für uns umbringt. Man kann ja vielen Stuss und vielen Unsinn verzapfen, der wäre ja gar nicht gefährlich. Wenn sich aber ein solcher Unsinn so auswirkt, dass eine ruhmreiche, auf eine jahrhundertalte Tradition zurückblickende Armee wie die deutsche, dann in kleinen, ungebildeten, politisch ungebildeten Offizieren, höheren oder niederen Dienstgrades, dann an ihrer eigenen Stärke zu zweifeln beginnt und gar nicht merkt, der kleine einzelne Spruchbeutel hier, der das macht, gar nicht merkt, wie verheerend das sich auswirkt, wenn man sagt, wir können die Russen nicht besiegen. Das können nur die Russen selbst.
Wenn jeder, wenn Sie ihn fragen, wie ist die russische Infanterie, sagt Ihnen, mit der berühmten Gedankenlosigkeit, weil das passt ja logisch eines gar nicht zum anderen, sagt Ihnen jeder, die russische Infanterie ist dreckig, das ist über haushoch überlegen. So. Aber Russland kann nur von Russen besiegt werden. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn man Herrn Vlasov so wie jedes andere slawische Subjekt in russischer Generalsuniform, wenn wir den uns angestellt hätten und hätten mit dem gegen die Russen Propaganda gemacht. Gar nichts einzuwenden. Wunderbar. Unser Kamerad Fegelein, der hat sich auch mal so einen russischen General gefangen. Wenn Sie die sind, billig. Das sind Slaven. Machte dann, humorvoll wie er ist, sagte er seinem Stab, den behandeln wir jetzt mal gut. Wir tun so, als ob wir ihn als General anerkennen würden. Also wenn der reinkommt, stillgestanden, aufgestanden, Herr General, hin, her, ihm mitgeteilt, was für eine Achtung wir vor ihm hätten. Und selbstverständlich funktionierte das. Da braucht man einem russischen General keine politischen Ideen, politischen Ideale, politischen Zukunftspläne zu billigen. Das kann man billig haben, meine Herren. Dafür sind die Slaven bekannt. Der Slave ist nie fähig, selbst etwas zu konstruieren. Auf die Dauer ist er es nicht. Ich will nachher gleich darauf zurückkommen. Im Allgemeinen, mit Ausnahme von den wenigen Erscheinungen, die Asien immer wieder alle paar Jahrhunderte hervorbringt, durch für Asien glückliche, für uns Europäer unglückliche Mischung von zwei Erdteilen, abgesehen von einem Attila, von einem Chinggis Khan, von einem Tamerlan, von einem Lenin, von einem Stalin, ist dieses Mischvolk der Slaven aufgebaut auf einer Unterrasse mit eingesprengten Blutstropfen unseres Blutes, einer führenden Rasse, nicht fähig, sich selbst zu beherrschen, Ordnung zu halten. Es ist fähig zu diskutieren, fähig zu zersetzen, fähig zu debattieren, fähig gegen jede Obrigkeit Widerstand zu leisten und zu revolutionieren, fähig Ordnung zu halten, ist diese menschliche Minderware genauso wenig heute, wie sie es vor 700, 800 Jahren war, als sie die Warege riefen, als sie die Ruriks riefen. Jeder Russe hört sich gerne, jeder Slav hört sich gerne reden. Eine alte Sache. Wenn man den da auffordert, sagen Sie doch mal, auf Ihr Urteil legen wir allergrößten Wert. Wir können von Ihnen ja nur lernen. Da finden Sie nicht einmal einen Kommissar, einen russischen, der auf dieses Kitzeln mit der Pfauenfeder, auf der das nicht hereinfiele. Unser Fegelein hat seinen General so behandelt. Der Mann hat uns alles erzählt, was so ein braver, tapferer Kommandeur seiner ihm unterstellten Truppen eigentlich nicht erzählen dürfte. Angefangen von der Tatsache, wo die Batterien stehen, was für Aufmarschpläne, der hat eine ganze Stoßarmee gehabt, was für Befehle und Aufmarschpläne seine Divisionen hatten, er hat alles schlachtreif uns gegeben. Versprechen, er war sich auch klar, dass er nach dem Plaudern es nie scharf angefasst worden, nicht mit einem bösen Wort, dass nach dem Plaudern zu Väterchen Stalin nicht mehr gut zurück kann. Trotzdem er den Lenin-Orden, so Nummer 700 ungefähr, also das große Ritterkreuz von denen da drüben, hatte, was er dann Fegelein geschenkt hat, was unser Fegelein dann dem Führer überreichte, was dann der Führer in einer sehr netten Kassette Fegelein wieder zurückgab, in einer netten silbernen Kassette, das bloß nebenher. Daraufhin Fegelein teilte mir das gleich mit. Und daraufhin sagte ich, selbstverständlich können wir alles, dem Mann wird alles versprochen und wird auch gehalten. Er kriegt die Pension eines deutschen Generalleutnants, eines russischen Generalleutnants. Er kriegt gutes Essen, Schnaps, Weiber.
Gut, das ist doch entsetzlich billig. Ein Torpedo, der kostet, was weiß ich, wie viel, 10.000 Mark, wenn wir ihn verschießen. Das vorbereitende Feuer der zusammengefassten Artillerie einer Division oder eines Korps, das kostet viele Hunderttausende. Wir wissen gar nicht, ob das jedes Mal so wirkungsvoll ist, als wenn wir uns billig einen russischen General kaufen. Natürlich nicht in der Form, dass man ihm sagt, Sie kriegen also 100.000 Mark, jetzt verraten Sie das. Das macht er natürlich nicht. Da hat der Genosse irgendwie, Genosse Slave, irgendeinen Ehrenstandpunkt. Das muss man anders hin machen. Und wenn Sie sich das ausrechnen, was hat der Pension? 1.500 Mark im Monat, das sind also 18.000 Mark im Jahr, lassen Sie ihn 10 Jahre leben, sind es 180.000 Mark, sonstige Unkosten noch 20.000, sind es also 200.000 Mark. Das ist doch billig, wenn man dafür eine russische Stoßarmee kriegt. Das können Sie mit jedem General der Russen machen. Mit jedem, wie Sie es wollen. Man darf sie bloß nicht so ernst nehmen. Wenn wir das könnten, dann wären die Dinge richtig. Wir Deutsche machen aber es so falsch. Ich muss sagen, in Staat und Wehrmacht. Und auch mancher Parteigenosse ist auf den Leim gekrochen und hereingefallen. Herr Vlasov hat Vorträge gehalten. In Paris, in Brüssel, in Berlin. Zu seinen Füßen saßen staunend Angehörige der deutschen Führerschaft. Machten das Maul auf, ließen die Nase reinhängen in das Maul vor lauter Staunen, was so ein Bolschewik alles kann. Und ließen sich von diesen Metzgergesellen dann alles erzählen. Der erzählte denen, ohne dass irgendein Widerspruch war, ich habe so eine ganze Rede mir mal die Mühe gegeben, sie durchzulesen. Ich nehme auch zu dieser Rede Stellung und das schicke ich Ihnen in der nächsten Zeit einmal zu. Erzählt, eine Schande, wie die Deutschen das russische Volk behandeln. Wir Russen haben seit Jahrzehnten schon die Prügelstrafe abgeschafft. Das haben sie abgeschafft, dafür erschießen sie es. Andere Art, andere Reizwirkung. Und ihr Deutschen habt sie früh wie gemein, wie barbarisch wieder eingeführt. Also, groß, alles schämt sich im Zuschauerraum, im Zuhörerraum. Einige Minuten, Viertelstunde später erzählt der Mann, wie national die Russen sind, können Sie daran sehen, daran an diese nationale Seele müsste appellieren. Der Besieger des Feldmarschalls Paulus in Stalingrad, der russische General XX, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der ist jahrelang von der GPU eingesperrt worden. Er wurde geprügelt, geschlagen und gefoltert, sodass er heute noch ein Hüftleiden hat und eine schwere Kopfverletzung. Und aus lauter Nationalismus hat er dann den Feldmarschall Paulus bei Stalingrad besiegt. Kein Mensch widerspricht. Ich dachte, die Russen haben doch die Prügelstrafe abgeschafft. Offenkundig werden bei denen bloß die Generäle geprügelt, damit sie größere Leistungen machen. Kein Mensch widerspricht. So ist dieser Vlasov-Rummel in Deutschland herumgegangen. Statt dass man eine Propaganda zur Zersetzung der russischen Armee geschickt daraus gemacht hätte, hat sich diese Propaganda zum Teil gegen uns selbst gewendet und hat die Widerstandskraft und den Widerstandswillen in unseren eigenen deutschen Reihen da und dort durch Irrtümer und falsche Auffassungen gelähmt. Ich habe mich für verpflichtet gehalten, diese Dinge ganz offen hier auszusprechen, mit gar keiner Spitze gegen irgendjemand. Wir bei all den Dingen, die bei uns heute falsch gemacht werden, die wir noch nicht können, auftreten gegenüber fremden Völkern, Beherrschung mit einer kleinen Minderheitsoberschicht gegenüber den Massen an fremdem Blut, all die Dinge müssen eben gelernt werden. Wir sind im Altreich, ich meine jetzt Kleindeutschland, sind wir seit 70 Jahren erst ein Reich. Gelegenheit, große völkische Minderheiten oder sogar Mehrheiten zu beherrschen mit einer deutschen Minderheit, wie sie
die Ostmark im alten Österreich mit der Minderheit von 12 Millionen Deutschen gegenüber rund 40, 50 Millionen Fremdvölkischen auf dem Balkan, die haben wir noch nicht gehabt. Gelegenheit, Millionen, Hunderte von Millionen an Völkern mit einer Minderheit zu beherrschen, wie England es tut und in 300 Jahren gelernt hat, haben wir ebenfalls noch nicht gehabt. Die Dinge muss man so nehmen, wie sie sind. Wir werden das auch lernen. Und wenn wir in 100 Jahren wieder aufstehen könnten, würden wir sehen, dass unsere Enkel und Urenkel es bereits besser können. Ich möchte die SS bloß in all den Dingen unterrichten. Ich glaube, dass wir gemäß unserer selbstsicheren rassischen Einstellung am besten gefeit gegen derartige Gefahren sind. Wir müssen selbst noch sehr viel lernen. Relativ, glaube ich, machen wir es, wenn wir es mal bescheiden ausdrücken, am wenigsten schlecht und am wenigsten fehlerhaft. Nun zurück zum Slawen. Auch das halte ich für notwendig, dass wir uns darüber einmal aussprechen. Ob es Peter der Große war, oder ob es die letzten Zaren waren, oder ob es Herr Lenin und Herr Stalin ist, die kennen ihr Volk. Die wissen ganz genau, die Begriffe Treue, nicht keinen Verrat begehen, nicht konspirieren, das steht in dem Wörterschatz nicht drinnen, den die Leute haben. Und sie werden von einem Russen genauso sich erzählen lassen können, es ist alles wahr. Es ist wahr, dass ein Teil dieser Russen inbrünstig fromm ist und inbrünstig an diese Mutter Gottes von Kasan oder von sonst irgendwo glaubt. Absolut wahr. Es ist wahr, dass die Wolga-Schiffer herrlich singen. Es ist wahr, dass der Russe heute in der modernen Zeit ein guter Improvisator und guter Techniker ist. Es ist wahr, dass er zum großen Teil sogar kinderlieb ist, die Frauen. Es ist wahr, dass er sehr fleißig arbeiten kann. Es ist genauso wahr, dass er stinkend faul ist. Es ist genauso wahr, dass er eine hemmungslose Bestie ist, die den anderen Menschen foltern und quälen kann, wie ein Teufel es sich nicht ausdenken kann. Es ist genauso wahr, dass dieser Russe, hoch oder niedrig, zu den perversesten Dingen neigt. Bis zum Auffressen seines Kameraden und bis zum Aufbewahren der Leber seines Nachbarn in seinem Propert. Das ist in dieser Gefühls- und Wertskala dieses slawischen Volkes und Menschen absolut drinnen. Es ist oft eine reine Glückssache, was er gerade zieht. Und für den, der diese Bestie nicht genau kennt, ein sehr großes Rätsel, was macht der Kerl jetzt gerade? Die Russen selber kennen sich ja sehr genau und haben ein sehr praktisches System dafür, ob die Zaren es waren mit der Ochrana oder ob Herr Stalin, Lenin und Herr Stalin es ist mit der GPU, der NKWD. Wenn vier Russen beisammen sind, wenn Väterchen und Mütterchen und Kinderchen zu vier oder fünf beisammen sind, weiß von den Fünfen keiner, wer verrät nun gerade wen. Wer ist nun der Spitzel, der nun den Vater angibt? Ist das die Mutter oder ist das die Tochter? Wer gibt nun umgekehrt an? Im Zweifelsfall sind meistens zwei, manchmal sogar drei Spitzel in dieser Familie. Ich spreche hier nicht zu viel. Für die Stadt trifft es bedingungslos zu. Und für das Land, da werden unsere Kameraden, die drüben im Osten sind, Ihnen erzählen können, dass wir heute noch in den Dörfern damit rechnen können, dass heute in den Dörfern nach dem Abzug der Russen immerhin noch 20, 30 NKWD-Spitzel und Agenten drin sind. In jedem Dorf. Damit ist eine absolute Sicherheit. Es kann keine Konspiration entstehen, weil durch diesen Spitzelapparat nach oben immer alles gemeldet wird und dann kommt die Pistole, kommt die Verschickung
Und damit ist dieses Volk zu regieren. Wenn wir Deutsche unsere ganze harmlose Seele mit Gemüt, angefangen von Herder, der die Stimmen der Völker in einer wohl besoffenen Stunde geschrieben hat und uns damit, uns den Nachkommen, so maßloses Leid und Elend gebracht hat, angefangen von den Tschechen, von den Slowenen, denen haben wir ja ihre Nationalität gebracht, nicht die sich selber, dazu waren die gar nicht fähig, sondern das haben wir ja erfunden. Es ist eben grundfalsch, wenn wir unsere harmlose Seele, wie gesagt, von Herder angefangen, wenn wir unsere Gutmütigkeit, unseren Idealismus in diese Völker hineintragen. Ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut da sein. Ehrlich, anständig, treu, kameradschaftlich haben wir zu unserem eigenen Blut zu sein. Zu sonst niemand anderen. Wie es dem Russen geht, wie es dem Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art da ist, das werden wir uns holen, indem wir denen, wenn notwendig, die Kinder rauben und bei uns großziehen. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir werden niemals roh sein und herzlos, wo es nicht sein muss. Das ist klar. Wir Deutschen, die wir als einzig auf der Welt zum Tier eine anständige Einstellung haben, werden zu diesen Menschentieren ja auch eine anständige Einstellung haben. Aber wir uns Sorge machen, denen Ideale bringen, damit unsere Söhne und Enkel es noch schwerer haben mit denen, ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut. Wenn mir einer kommt und sagt, ich kann mit den Kindern oder mit den Frauen den Panzergraben nicht bauen, das ist unmenschlich, denn dann sterben die daran, dann muss ich sagen, du bist ein Mörder an deinem eigenen Volk. Denn wenn der Panzergraben nicht gebaut wird, dann sterben nämlich deutsche Soldaten und das sind Söhne deutscher Mütter. Das ist unser Blut. Zuerst haben wir nur auf dieser Welt, und das ist das, was ich dieser SS einimpfen möchte, ich glaube, eingeimpft habe und einimpfen möchte als eines der heiligsten Gesetze für die Zukunft. Unsere Sorge, unsere Pflicht ist unser Volk und unser Blut. Dieses tragende nordisch-germanische Blut, dafür haben wir zu sorgen und zu denken, zu arbeiten, zu kämpfen, zu bluten und kein anderes. Alles andere kann uns gleichgültig sein. So mit dieser Einstellung wünsche ich, dass die SS dem ganzen Problem aller fremden, nicht-germanischen Völker gegenübertritt, vor allem den Russen. Alles andere ist Seifenschaum, ist Betrug an unserem eigenen Volk und ist Schaden an uns selbst, ist ein Hemmnis in einer früheren Gewinnung des Krieges. Für uns gilt, entweder, wenn wir Russen verwenden, es ist selbstverständlich besser, stirbt ein Russe in dem Krieg als wir in Deutschland, auch ganz klar. Wenn wir Russen verwenden, entweder werden sie verwendet im Verhältnis 1:3, 1:2, gemischt mit Deutschen, dann ist es gut. Am besten, sie verwenden einzelne Russen. Können sie, dann können sie mit ihm im Panzer fahren. Ein Russe in einem Panzer mit 2-3 Deutschen, herrlich, macht gar nichts. Sie dürfen nur den Russen dann nicht mit den anderen Panzerfahrern Russen zusammenschlafen lassen. Sonst konspirieren die Burschen. Oder, wenn man Kompanien beisammen haben will, aus irgendeinem Grund, aus reinrassig aus Russen, dann sorgen Sie dafür, meine Herren, und das ist nicht irgendwie ein Gedanke, sondern das ist Befehl, meine Herren, dann sorgen Sie dafür, dass Sie hier Ihren Spitzapparat, unseren NKWD-Apparat da drinnen haben, und dann können Sie ruhig schlafen. Außerdem, das ist eine der frühesten Lehren, die ich dafür gegeben habe, sehen Sie darauf, dass diese
unter Menschen Sie immer ansehen müssen, immer dem Vorgesetzten ins Auge sehen müssen. Das ist wie beim Tiger, solange er seinem Bändiger ins Auge sieht, solange tut er nichts. Seien Sie aber immer darüber klar, es ist eine Bestie. Mit der Einstellung werden wir den Russen ausnützen, mit der Einstellung werden wir dem Slaven immer überlegen sein, mit anderen nicht. Nun, weiter zur Lage. Wir stehen heute in einer verkürzten Stellung, die schade, dass wir das Donetsk-Gebiet aufgeben mussten, wir haben es aufgegeben, das entscheidet den Krieg oder beeinträchtigt die Entscheidung des Krieges in gar keiner Form. Vorteilhaft ist, dass wir dadurch eine kurze und gerade Stellung haben, die ausgebaut wird, ausgebaut werden muss mit allen Kräften und die wir mit kürzesten und geraden Verbindungen nach rückwärts dann als unseren Ostwall haben. Es hat die Sache einen insgesamt sehr großen Vorteil. Jetzt hat der Gegner wieder den Raum zugeschoben bekommen, mit dem bisher wir fertig werden mussten. Den großen Raum, den wir doch in großen Strichen erheblich zerstört haben. Ich sehe diese Offensive im Winter mit Ressourcen, mit Ruhe entgegen. Ich habe die Überzeugung, dass wir diesem letzten großen Stoß dieser verzweifelten Bestie standhalten werden. Und dann, er müsste kein Slave sein, wenn er dann nicht plötzlich einmal sehr starke Ermüdungserscheinungen zeigen würde. Und zwar geistige Ermüdungserscheinungen. Nun zu Italien, der andere Kriegsschauplatz. Wir müssen uns darüber klar sein. Die Schwäche dieses Volkes liegt in seinem Blut, in seiner Rasse. Man muss bei der Betrachtung dieses Problems muss man unterscheiden zwischen dem, was ist uns heute angenehm oder unangenehm, was uns für die Zukunft angenehm oder unangenehm. Dass Italien so ein schwacher Bundesgenosse war, angefangen von Afrika, von Russland, von Griechenland, es gibt ja kein Volk Europas, das die Italiener nicht verdroschen hätte oder von dem die Italiener nicht Prügel bekommen hätten. Italien wird das Endergebnis, kann man ruhig gleich vorausnehmen, das geschmähteste Volk der Welt sein. Denn keiner, kein Albaner, kein Montenegriner, kein Franzose, kein Amerikaner, kein Engländer, kein Deutscher, kein Russe, niemand wird vor denen Achtung haben, denn sie waren überall als Soldaten, als Männer Feinde. Das erbärmlichste Urteil, das man über ein Volk und eine Rasse fällen kann. Man muss unterscheiden zwischen dem, was ist uns heute angenehm und was ist für die Zukunft angenehm. Wäre Italien ein uns innerlich wirklich verwandter Nachbar, dann wäre es sehr schön, wenn es stark geblieben wäre. Ein dauernd schwacher Nachbar, der doch nichts abhält, dann muss ich sagen, ist das schon so, wie es heute ist, besser. Es ist erheblich besser. Im Moment ist es unangenehm, es hat uns in einem unangenehmen Zeitpunkt getroffen. Wenn der Verrat ein Vierteljahr später gekommen wäre, wäre es besser gewesen für uns. Im Krieg kann man sich das nicht so aussuchen. Schicksal fragt überhaupt nie danach, das schmeißt einen zu einem Brocken hin. Für die große Zukunft wollen wir mal dem Schicksal und dem lieben Gott dafür dankbar sein. Ich sagte schon, Sie haben überall versagt. Pantelleria, nur als ein kennzeichnendes Beispiel, wurde übergeben von 12.000 Mann, nachdem im Verlauf von 6 Wochen 36 Tote gefallen waren und 120 Verwundete. Wasser hatten sie, das stimmte nämlich die Meldung dieses ehrenwerten Kommandeurs von Pantelleria, stimmte nicht. Wasser hatten sie für die Garnison von 12.000 Mann immerhin noch für 10, 12 Tage. Wahrscheinlich, ich persönlich glaube, dass sie es für länger gehabt haben. Die Insel war, das sagt jeder Fachmann überhaupt, nicht zu erobern. Denn es waren selbst die Boxen der Flugzeuge waren unterirdisch in Felskasematten eingesprengt. Sie waren gar nicht herauszuholen. Hier muss man etwas sagen, eine Tragik. Denn diese Insel hat der Duce ausbauen lassen.
genau wie die Luftwaffe Italiens geschaffen hat, genau wie er die Flotte geschaffen hat. Das ist sein Werk, seine Flotte. Alle in diesem Volk, kann man wirklich sagen, sind eben Italiener, und er ist der Einzige, der die große römische Tradition in sich trug und verkörperte. Auf Sizilien, die italienische Armee wehrte sich nicht. Sie hat überall sofort die weiße Flagge gezeigt. Es kam der Verrat. Es war sehr schwierig für uns. Wir waren mitten im Transportieren unserer Divisionen. Nachrichtenmäßig war ich bereits vor 1,5 Jahren von der Zersetzung Italiens überzeugt. Die Armee war kommunistisch verseucht und angloamerikanisch eingestellt. Den Gegenschlag konnten wir nicht früher führen, bis nicht genügend deutsche Divisionen über den Alpenkamm herüben waren. Es kam dann die tatsächliche Effektuierung des Vertrages und es kam dann dieses, wie soll ich sagen, Husarenstück unserer SS-Männer und der Luftlandeleute, die Befreiung des Duce. Ich habe mich sehr gefreut, dass einmal in diesen Jahren die Arbeit des Sicherheitsdienstes erwähnt werden konnte. Denn gerade die Arbeit der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, sie ist die stille, schweigende. Sie wird nie genannt, kann nicht genannt werden. Der Mann stirbt genauso brav wie unser Mann an der Front, aber es darf darüber nicht gesprochen werden. Das, was er bringt an wichtigen Nachrichten, wichtigen Unterlagen, wichtigen Taten, das kann nie erwähnt werden. Und so hat es mich sehr gefreut, dass der Sicherheitsdienst das Werk unseres Freundes Heydrich, das sein Nachfolger Kaltenbrunner würdig weiterführt, würdig und tatkräftig, dass das einmal wieder an die Öffentlichkeit geholt werden konnte und vor der Öffentlichkeit zeigen konnte, was dieses Werk kräftig war und was es leistete. Die Befreiung des Duce hat in unserem Volk, soweit ich überall feststellen konnte, einen unerhörten Widerhall gefunden, einen unerhörten Auftrieb gegeben. Interessant auch deswegen, dass wir für uns die Lehre daraus ziehen können, dass die Tugenden von Treue und Kameradschaft Gemütswerte sind, die doch zutiefst nicht nur im deutschen, sondern im ganzen europäischen Menschenkreis wurzeln. Man unterschätze niemals den Wert, den einzig bleibenden Wert dieser Ideale. Die Art, wie unser Volk auf diese Tat der Freundschaft, der Kameradschaft und der Treue reagierte, war ein leuchtendes Beispiel, ein leuchtender Beweis dafür. Nun zum Balkan. Der Balkan, ich nenne kurz die einzelnen Länder. Kroatien ist zurzeit schwer in Unordnung. Ein Staat, gebildet aus 6,5 Millionen, von dem 3,5 Millionen Kroaten sind, 2 Millionen Pravoslaven, also so eine Art Serben, und 1 Million Bosniaken. Ein Staat, der sehr große Minderheiten hat, dessen Staatsführung, der Poglavnik, seine Stellung antrat und zugleich dank der schweren Bedingungen, die Italien ihm auferlegte, antrat mit der Hypothek, dass er den großen Teil und wertvollsten Teil seines Landes abtreten musste. Dass er damit keine Autorität bekommen konnte, war klar. Die italienische Armee war dort in großen Teilen des Landes, die Banden, Herr Tito,
der eine Art Volksheld dort geworden ist, und Herr Drahomir Ilovic, Tito ist der kommunistische Mann, Drahomir Ilovic ist der jugoslawisch-englisch-amerikanische Mann, hatten dort das beste Leben. Ähnlich ist die Lage in Slowenien. Albanien hat nun von uns die Selbstständigkeit anerkannt bekommen. Serbien ist selbstverständlich der Verschwörerherd des Balkans. Es ist relativ ruhig. Griechenland hat sich zurzeit etwas beruhigt. Es ist klar, dass wir in diesem Balkan sehr große Truppenmengen hereintun mussten und hereintaten, um diesen durch den Ausfall des Bundesgenossen entblößten Teil Europas zu schirmen und zu schützen. Wir haben dort mit Angriffen der Angloamerikaner zu rechnen. Interessant ist selbstverständlich, dass dieser Balkan eines der Hauptstreitobjekte zwischen Russland und den Angloamerikanern ist. Russland erklärt, das ist mein Interessengebiet, und die Angloamerikaner sagen, das ist unseres. Aus diesem Streit dieser edlen Bundesgenossen werden für uns die besten Früchte erwachsen. Frankreich, Niederlande, Norwegen, Dänemark, Belgien, Polen und Böhmen. Die Lage ist bekannt. Wir müssen überall Obacht geben, das ist klar. Wir haben mit Sabotageakten, Fallschirmspringen, kleinen Aufständen, Streiks, Unbotmäßigkeit, Zaghaftigkeit, auch der positiv Eingestellten, haben wir überall zu rechnen. Bei den germanischen Ländern ist mir eines ganz klar. Das Gros des Volkes dieser germanischen Länder ist erst zu gewinnen im tiefsten Innern, wenn in diesem Kampf der zwei germanischen Reiche, nämlich des Deutschen und letzten Endes irgendwie des Englischen Reiches, wenn da die Würfel gefallen sind und feststeht, wer der Stärkere ist, dem werden sie zufallen. Es ist für uns unangenehm, dass sie nicht mit vollem Herzen zu uns kommen. Es ist aber einfach nicht aus der Welt zu diskutieren. Es sind politisch auch nicht die Voraussetzungen dafür gewesen. Und es sind, das ist die Tragik, bei den Bewegungen, bei den Erneuerungsbewegungen in den Niederlanden, in Flandern, in Norwegen, in Dänemark, nicht die genialen Köpfe vorhanden gewesen, die in der Lage waren, ihr Volk nach den politischen Gesetzen, die diesem Volke nun einmal in seiner Eigenart eigen waren, zu gewinnen und in die germanische Gemeinschaft heute schon hereinzuführen. Vielleicht ist es und wahrscheinlich ist es historisch gesehen richtig, dass das so schwer geht. Die Auslese, die zu uns kommt und die in den germanischen Freiwilligenverbänden, die im germanischen Chor, im 3. SS-Panzerkorps zusammengefasst werden, zusammenkommen, sind selbstverständlich die wertvollsten. Es wird einstmals im Rahmen dieser germanischen 30 Millionen Menschheit, werden diese Männer, die bei uns, die zu uns sich geistig durchgeschlagen haben, bei uns erzogen wurden, die alten Kämpfer dieser großgermanischen Gemeinschaft einmal sein. Wir haben selbstverständlich mit einer Erhöhung des Sabotagekrieges, mit unangenehmsten Formen dieses Sabotagekrieges, in Form von Giftanwendung, von Sprengen, von allen haben wir zu rechnen. Das sind Dinge, auf die man Obacht zu geben hat, die man alle ernst zu nehmen hat, bis zur kleinsten Kleinigkeit, die aber den Zweck, die Nerven von uns klein zu kriegen oder uns den Humor zu verderben, niemals erreichen dürfen. Ich sage mit vollem Bewusstsein, in diesem Krieg muss man jede Kleinigkeit ernst nehmen
Und darf aber gar nichts tragisch nehmen. Denn alle diese Dinge bringen uns nicht um. Die können uns gar nicht umbringen. Die sind nachrichtliche, sie sind unangenehm. Sie hemmen uns da oder dort. Aber lebensmäßig treffen können die uns alle nicht. Lebensmäßig, und das möchte ich hier zum ersten Mal schon betonen, könnte uns nur das Einzige treffen, wenn unser Widerstandswille erlahmen würde. Wer geistig und willensmäßig nicht nachgibt, ist nicht zu besiegen. Wenn er nicht ausgehungert werden kann, was bei uns nicht der Fall ist, und wenn er menschenmäßig, militärisch, damit kräftig bleibt, seine Waffen hat und damit nicht überwunden werden kann. Zum Luftkrieg. Dadurch, dass die Luftwaffe, unsere deutsche Luftwaffe, die in den ersten Jahren des Krieges absolut die Oberherrschaft, die Luftherrschaft besaß, sich auf diese großen Kriegsschauplätze in ganz Europa ausdehnen musste, ist sie selbstverständlich dünner geworden. Dadurch, dass wir in Italien in opferreichsten Kämpfen zur Sicherung des Nachschubs einspringen mussten, weil weder die italienische Flotte noch die italienische Luftwaffe irgendwie in ausreichendem Maß den Nachschub nach Afrika sichern konnten, haben wir uns in Italien sehr abgenützt. Die Luftangriffe auf unsere Heimat, die Terrorangriffe, haben uns an manchen Stellen schwer getroffen, ganz ohne Zweifel. Ich habe die feste Überzeugung, ich möchte fast sagen, ich kann das feststellen, dass wir das Tief, das wir hatten, überwunden haben. Dass wir eine Taktik gefunden haben, diese Luftangriffe zu zersprengen. Dass wir durch emsigste Arbeit und Steigerung unserer Produktion, dass wir dadurch die Produktion an Flugzeugen vermehren können und ihre Bewaffnung verbessern. Ich habe die feste Überzeugung, dass wir mit Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, der Hauptgefahr Herr geworden sind und dass wir im Laufe des nächsten Jahres wieder aktiv werden. Seekrieg. Wir haben in diesem Jahr wirklich eine Zeit lang schlechte Tage gehabt. Das Schicksal hat uns wieder einmal gewogen, auf die Waage getan. Zur gleichen Zeit, wie die Schwierigkeiten an der Ostfront waren, wie der Verrat Italiens vor der Türe stand, wie die Luftangriffe so kolossal schlimm wurden, zur gleichen Zeit setzte der U-Boot-Krieg aus. Wie es immer im Krieg ist, geht ja das hin und her. Einmal ist die Angriffswaffe stärker, einmal die Verteidigungswaffe. Wir hatten gerade eine Periode, in der die Verteidigungswaffe der Engländer stärker war und uns technisch überlegen war. Monate hindurch musste deswegen der U-Boot-Krieg auf das Kleinste beschränkt werden. Wie Sie aus den Meldungen der letzten 14 Tage gesehen haben, sind wir nun wieder aktiv geworden. Die Angriffswaffe hat den technischen Vorsprung der anderen wieder eingeholt, hat ihn überholt. Nun ist die Angriffswaffe wieder in der Vorhand. Ein Beispiel und eine Lehre, dass man niemals nachgeben darf. Dass nur dann eine Sache technischer, militärischer, geistiger oder sonstiger Art verloren ist, wenn man nachgibt. Wenn bei der Luftwaffe oder bei der Marine, der Reichsmarschall oder der Großadmiral Dönitz nach dem Tief gesagt hätten, ja, es hat gar keinen Zweck, die anderen sind übermächtig, die sind technisch besser, die haben uns technisch überholt, U-Boot ist überlebt, unsere Luftwaffe, diese oder jene technische Entwicklung ist überlebt, dann würde der andere triumphieren. Wenn man nicht nachgibt, sondern den Befehl gibt, wie es hier in beiden Fällen geschehen ist, jetzt erst recht daran. Dann zeigt auch
dieses Beispiel bei der Luftwaffe sowohl wie bei einem U-Boot, dass es dann wieder vorwärts geht. Man muss bloß dazu die Nerven haben. Ich komme nun zu einer weiteren Seite dieses Kriegsschauplatzes, zu einem weiteren Kriegsschauplatz zur inneren Front. Es ist ohne Zweifel, dass nun im vierten und im fünften Kriegsjahr auf dieses deutsche Volk, von ihm doch ein Teil, nämlich die Älteren, den zweiten vierjährigen Weltkrieg mitmachen. Das deutsche Volk, das Jahre vor dem Krieg schon sehr stark angespannt war in der Aufrüstung, Vierjahresplan, Ostmark Zurückholung im ganzen Jahr 38, Sudetenland Zurückholung, Böhmen Mähren, dass auf dieses deutsche Volk nun von allen Seiten die gegnerische Propaganda hereinströmt und hereinträufelt und hereintröpfelt. Wir sind leider nicht in der Lage, die feindlichen Sender ganz abzuschirmen oder überhaupt nennenswert abzuschirmen. Der Versuch, die Versuchung, die feindlichen Sender, die in ihrer psychologischen Art etwas besser geworden sind, leider manchmal sehr gut geworden sind, abzuhören, ist gewachsen. Wie in allen Fällen, in denen man einem Verbot oder einem Gesetz nicht den Nachdruck verleihen kann, den Nachdruck der Exekutive und der Strafe, wirkt sich dann ein solches Verbot autoritätsschädigend aus. Wir haben zwar verboten, feindliche Sender abzuhören, wir sind aber nicht in der Lage, es nennenswert, oder waren nicht in der Lage, es nennenswert zu bestrafen. Heute sind wir etwas mehr dazu übergegangen. Denn im Augenblick, wo Herr Badoglio seine Schweinerei beging, wo der Verrat umging, in Europa, in diesem Augenblick gab es selbstverständlich in Deutschland eine defätistische Welle. Kurz vorher war nach dem Luftangriff auf Hamburg eine Krisenstimmung in vielen Städten, vor allem in unserer lieben Hauptstadt Berlin, die tagelang geradezu panikartig gewesen ist. Bis sie sich dann das wieder beruhigte, abebbte und zu gleicher Zeit setzte dann sehr stark durch das Abhören der ausländischen Sender, durch x Kanäle, die es immer in einem großen Volk gibt, setzte dann ein, ach Gott, den Krieg, den kann man doch eigentlich nicht mehr gewinnen, wäre es denn nicht besser? Dann so absolut interessant, die sagten, ach, einen Duce kann man verhaften, das ist ja interessant. In dem Augenblick, wie die den Duce verhaften, sagte ich, da müssen wir jetzt aber sehr aufpassen. Die Leute, die das so interessant besprechen, die sind für mich interessant. Und seit der Zeit werden Sie, und das werden Sie jetzt die ganzen nächsten Wochen erleben, die Mitteilung des Herrn Reichsjustizministers, dass dem Herrn Regierungsrat so und so und dem Herrn Fabrikbesitzer so und so und dem Herrn Kellner und dem Herrn Chauffeur und dem Herrn Monteur und dann dem Herrn Angestellten sein hübsches Köpfchen vor die Füße gelegt wurde. Weil er als Defätist die Stimmung des deutschen Volkes zerstörte, die Widerstandskraft zersetzte und Verrat beging. Das setzt dann ganz automatisch. Es kommt uns ja nun wirklich nicht darauf an, dass wir irgendeinen töten. Wenn man so viele Menschen erschießen lassen musste, wie wir das tun mussten, oder wie ich das tun muss, dann kommt es einem allmählich immer härter an, ein Todesurteil zu unterschreiben, denn es ist ja furchtbar leicht ausgesprochen, wie ich also Reichsinnenminister wurde, sagt jeder, Herr, greifen Sie durch, bleiben Sie hart. Von Ihnen erwartet das deutsche Volk ungeheure Härte. Die habe ich schon, da brauche ich gar keine Mahnung. Aber ausgesprochen ist so etwas leicht. Ein Todesurteil bedeutet,
maßloses Elend für eine ganze Familie. Die Schändung eines Namens, der vielleicht vorher ehrenhaft war, denn stellen sich einmal für die Söhne oder für die Enkel dieser Familie vor, wenn es heißt, der Vater dieser Familie ist im großen Krieg. Das müssen Sie immer in der Projektion von 10 und 20 Jahren nach dem Krieg ansehen. Ist im großen Krieg, der um das Schicksal der germanischen Nation ging, wo dann in der fernen Zukunft alles heroisch war, was wir da taten. Alle Menschlichkeiten sind ja dann vergessen, die ganzen Feiglinge sind inzwischen gestorben und am Schluss war jeder heroisch. Da ist der Vater geköpft worden wegen Landesverrat. Die Familie wird geschmäht sein für alle Zukunft. Ich weiß das alles, wie schwer das ist, und ich versuche deswegen, die notwendigen Erziehungsmaßnahmen auf Erziehungsmaßnahmen zu beschränken, auf Einzelmaßnahmen. Ich weiß, dass in Deutschland sehr viel gestohlen wird und dass der Begriff Eigentum ein sehr lockerer geworden ist. Aus der Not, aus der Lockerung aller Begriffe, die jeder Krieg mit sich bringt, und aus einer schlechten Erziehung, die das deutsche Volk auf diesem Gebiet hatte. Ich kann und werde niemals jeden Dieb fassen, ich möchte ihn auch gar nicht fassen, denn sonst müsste ich zu viele Tausende fassen. Ich werde auch nicht jeden Defätisten fassen. Ich weiß genau, wenn einmal in ein oder in zwei Jahren unsere Divisionen einziehen, unsere Regimenter einziehen in die Garnisonen, ein Teil von den Alten mit ihren 7 oder 8 oder 9 oder 10 Wunden bis dorthin, der andere Teil nicht mehr mitzieht, weil der große Teil unterm Rasen liegt, und der Rest, wie ich hoffe, ein immerhin ansehnlicher Rest der alten SS hereinströmt wieder nach Deutschland, dann weiß ich genau, dann jubeln uns Tausende zu, die in diesem Augenblick viel heroischer sind, wie wir das vielleicht waren, oder wir bilden uns gar nicht ein, dass wir heroisch waren, wie wir anständig waren. Das wird immer so sein, das nehme ich nicht übel. Das dürfen auch wir nicht übel nehmen, wir dürfen nie den Humor verlieren. Aber es ist notwendig, dass dieser Serie von Feiglingen, die jedes Volk hat, wobei die Feiglinge leider Gottes immer mehr in der Oberschicht sind wie in der Unterschicht, oder wie in der Mittelschicht eines Volkes. Also offenkundig verdirbt Intellekt irgendwie den Charakter, mindestens die Willensbildung und die Energie. Es genügt mir für diese Erziehung völlig, wenn ich immer von 100 Defätisten, die hinterher Hurra schreien, ich da einen packe und den Kopf vor die Füße lege, dann sind nämlich die anderen 99 für ein Vierteljahr still. Dann sagen die ganzen Muttis, um Gottes Willen, bring dich nicht um, mach uns nicht unglücklich. Dann den Kollegen von uns neulich, dem haben sie den Kopf vor die Füße gegeben. Die haben es geköpft, steht in der Zeitung drin. Was, sei bloß still, schrei laut, Hurra. Gut, soll er. Dann ist ja der Zweck erreicht. Mit dem werden wir ohne dies kein Chor, keine HKL vom anderen stürmen. Das wissen wir ja ohne dies. Aber die Hauptsache ist, dass sie uns unser anständiges Volk nicht vermiesen. Soweit wie das notwendig ist, wird brutal und gnadenlos durchgegriffen. Freude macht das keinem von uns. Trotzdem es keine Freude macht, meine Herren, haben Sie ohne Rücksicht auf Bekanntschaft, auf Stand, auf Verwandtschaft, auf sonstige, vielleicht frühere Verdienste, ob einer Parteigenosse ist, ob er nicht Parteigenosse ist, haben Sie gnadenlos durchzugreifen, wo es das Schicksal der Nation erfordert. Greifen Sie mir lieber einen Großen wie irgendeinen verführten, dummen Kleinen. Die innere Front wird immer in Ordnung sein, wenn wir die Nerven haben, trotzdem es uns selbst keine Freude bereitet, durchzugreifen und sie in Ordnung zu halten. Klar muss auch eines sein. Wir haben 6-7 Millionen Ausländer in Deutschland. Vielleicht sind es jetzt 8 Millionen. Wir haben Gefangene in Deutschland.
die sind alle nicht gefährlich. Solange wir bei der kleinsten Kleinigkeit hart zuschlagen. Bei einer Kleinigkeit 10 Polen erschossen, erübrigt es, dass wir später 10.000 erschießen müssen. Und dass das Erschießen dieser 10.000 dann deutsches Blut kostet. Jedes kleine Feuerchen wird sofort ausgetreten und ausgemacht und gelöscht. Denn sonst kann ein Flächenbrand entstehen. In Wirklichkeit beim Feuer und politisch, psychologisch in einem Volk. Dass die Kommunisten irgendetwas wagen können, glaube ich nicht. Denn ihre führenden Organe sitzen bei uns in den Konzentrationslagern. Ebenso wie die ganzen Kriminellen oder der Großteil der Kriminellen. Hier kann man wirklich etwas sagen. Man wird nach dem Krieg einmal feststellen können, welcher Segen es für Deutschland war, dass wir allen Humanitätsduslern zum Trotz, das kann ich für mich in Anspruch nehmen, kann ich sagen, dass ich diese ganze kriminelle Unterschicht des deutschen Volkes in die KZs einsperrte. Wenn die heraus wären, würden wir uns schwerer tun. Dann hätte nämlich der Untermensch seine Unteroffiziere und seine Kommandeure, da hätte er nämlich seine Soldaten und Arbeiterräte. So sind sie da drin und drehen Granaten oder machen Geschosskörbe oder sonst wichtige Dinge und sind sehr nützliche Mitglieder der allgemeinen menschlichen Gesellschaft. Nun will ich kurz dann noch zur anderen Seite kommen. Wie sieht es bei den Gegnern aus? Bevor ich aber dazu komme, möchte ich jetzt eine Pause einlegen, weil ich den Eindruck habe, dass es sehr warm hier ist. Ich bitte, dass wir etwas lüften. Nun möchte ich einen kurzen Überblick über die andere Seite geben. Wir Deutsche schwanken ja immer zwischen Extremen. Entweder wir sind ganz jubelnd oben und können es gar nicht erwarten, dass wir in einem Blitzkrieg von 18, von 16, von 15 Tagen alles erreichen. Oder wir lassen dann das Unterkiefer hängen, sagen, ja, beim Gegner ist ja alles wunderbar. Die Engländer, alles in Ordnung, bei den Russen alles, bloß bei uns nicht. Vergessen völlig, dass auf der drüberen Seite, wie überall, sehr erheblich mit Wasser gekocht wird. Ich möchte kurz unsere verschiedenen Gegner ganz kurz einmal aufführen. Noch einmal Russland. Hier kann ich mich sehr kurz fassen. Es steht meines Erachtens, wenn die nächsten Angriffe, wenn die nächsten großen Offensiven vorbei sind, am Ende seines Menschenpotenzials. Denn man kann selbstverständlich 16-Jährige einziehen, man kann einen Vorgriff auf 15-Jährige machen. Ich bin absolut dafür, dass wir auch das bei uns machen, wenn es das Schicksal der Nation einmal fordert. Denn lieber sterben die 15-jährigen Jungen, als dass die Nation stirbt. Aber man kann das ja nicht endlos weiter fortsetzen. Denn mit 13- und 12-Jährigen kann man am Schluss keinen Krieg führen. Das einmal bei den Russen in meinen Augen einer der schwächsten Punkte, trotzdem er einst seine größte Stärke war, die Menschennot und Menschenknappheit. Zum Zweiten beim Russen ein, wie ich die Überzeugung habe,
von uns gar nicht richtig erkennbarer, unerhörter Hunger. Die Front wird noch besser ernährt, wie das Volk hinter der Front. Trotzdem ist es selbst an der Front schon in vielen Fällen sehr schlimm. Er hatte lange Zeit eine große Transportschwierigkeit, auch diese ist noch nicht überwunden. Materialmäßig glaube ich, dass er noch nicht schwach ist. Ich glaube aber, er wird sterben an Blutverlust und Hunger. Nun kommt England. England führt nun 4 Jahre Krieg. Es hat noch keine sehr hohen blutigen Verluste gehabt. Aber in England ist ständig die Befürchtung, die sehr berechtigte Befürchtung, in dem Augenblick, in dem der U-Boot-Krieg wieder in voller Stärke einsetzt, und das wird er meiner Überzeugung nach monatelang jetzt tun, dem Augenblick kommt das ganze englische Gleichgewicht an Ernährung, an Nachschub, an Landungsmöglichkeiten in Schwanken und aus dem Gleichgewicht. Denn alle militärischen Operationen, die England und Amerika durchführen will, stehen und fallen mit der Tonnage. Die Landungsoperation in Italien bei Salerno hat ihnen ohne Zweifel 500.000 Tonnen gekostet. Ich bezweifle es sehr stark, ob England lange Zeit und viele solche Landungsoperationen sich leisten kann. Ich glaube allerdings, das ist auch meine Überzeugung, dass England selbstverständlich, vielleicht in dem Herbst noch, sehr viel Zeit haben sie dazu nicht mehr, sicherlich aber im Frühjahr, Landungsoperationen vornehmen wird. Ich glaube aber auch weiter eines. In dem Augenblick, wo für England, das gilt dann später noch mehr für Amerika, der Krieg wirklich an das Blut seiner Söhne geht, wird der Krieg in England und Amerika noch unpopulärer, wie er in Wirklichkeit ist. Nun kommt die größte und interessanteste Schwierigkeit. Das heißt, ich will Amerika vorher noch nehmen. Amerika führt ja mehr noch wie England einen Zwei-Fronten-Krieg. Den Pazifikkrieg gegen Japan, das erfreulicherweise ein starker Bundesgenosse ist, ein kämpferischer Bundesgenosse. Und den Krieg in Europa und im Atlantik. Ich glaube nicht, dass in Amerika die Verhältnisse am besten sind. Man muss sich vorstellen, Amerika hatte immer schon eine enorme Judenheit. Und Amerika hatte immer schon eine brutale plutokratische Wirtschaftsform. Es ist, glaube ich, unvorstellbar, wie in Amerika geschoben wird. Ich glaube, da sind wir vom Jahr 18 noch Waisenknaben dagegen gewesen. Und welche Schwierigkeiten und welche Nöte in Amerika allmählich auf die Bevölkerung hereindrücken. Dazu kommt, dass Herr Roosevelt ja nächstes Jahr wieder gewählt werden muss. Und ich habe die Überzeugung, dass einer der größten Werte der Befreiung des Duce der Wert war, dass wir Herrn Roosevelt seine beste Wahlpropaganda, den Auftakt zu seiner Wahlpropaganda, nämlich den Monsterprozess gegen Mussolini und gegen den Faschismus,
dass wir ihm den weggenommen haben. Das sollte nämlich der Auftakt seiner Wahlpropaganda werden. Für beide Länder gilt aber nun Folgendes. Dem Augenblick, wo die blutigen Verluste in England und Amerika, dadurch, dass England und Amerika nun in Europa irgendwie kämpfen muss, sei es nun in Italien, sei es am Balkan, sei es mal in Frankreich oder in Dänemark oder in Norwegen, die Möglichkeit gibt es ja alle. Dem Augenblick wird der Krieg entsetzlich unpopulär werden. Das gilt in besonderem Maß für Amerika. England hat im vergangenen Weltkrieg sehr tapfer mit seinem eigenen Volk gekämpft. Amerika hat im vergangenen Krieg, glaube ich, 60.000 oder 70.000 Tote. Leider viel zu wenig. Denn ich bin überzeugt, wenn die Amerikaner im Weltkrieg 500.000 Tote gehabt hätten, wären sie diesmal nicht in den Krieg gegangen. Es wird psychologisch für die Herren schon ein schwieriger Punkt kommen, wenn die Zahl der Toten die Weltkriegszahl überschreitet. Wenn die einmal in die 100.000 oder in die 100.000 kommen, dann wird das den Amerikanern, die nämlich gar nicht so tapfer sind, wie sie tun, im Gegenteil, es ist ein keineswegs tapferer Soldat, er ist wohl ausgerüstet, er hat sehr starke Artillerie, er ist gut dotiert in allen Dingen, aber er ist keineswegs ein guter, tapferer Infanterist. Ich glaube, in dem Augenblick wird dort die allergrößte Schwierigkeit einsetzen. Das sind die Verhältnisse, einige Verhältnisse im Innern dieser Länder. Nun kommen die großen politischen Schwierigkeiten. Es ist England und Amerika nicht eins. Amerika sagt, England, du musst den Pazifikkrieg mehr betreiben. England sagt, Amerika, du musst mir in Europa mehr helfen. Wobei ein Betrüger den anderen natürlich übers Ohr hauen will. Der eine versucht, den anderen die Kraft des anderen auszunutzen, dass der in Japan erledigt. Der andere, England, versucht, den Amerikaner auszunutzen, dass der Deutschland erledigt. England ist in einer immer schwierigeren Lage. Darüber kann Herr Churchill auch seine Engländer nicht wegbringen. Wofür führt es denn eigentlich Krieg? Denn nun kommen die Schwierigkeiten mit Russland. Stalin, brutal, ein eiskalter Machtpolitiker, der sagt, ich trage das Schwergewicht des Krieges. Europa, das will ich bestimmen. Also, Polen, den Balkan, Lettland, Litauen, Estland, Finnland, das sind meine Interessengebiete. Deutschland, wenn es besiegt ist, ist auch mein Interessengebiet. Nun tut man sich auf der anderen Seite schwer. Den Krieg hat man doch eigentlich mit Deutschland angefangen, weil man doch Polen garantierte. Deswegen musste dann, glaube ich, auch Herr Sikorski sterben, weil der an dieser alten Mär festhielt. Und das brachte natürlich England in furchtbare Schwierigkeiten. Nun also, ist England, hat auch eine Atlantikkarte herausgegeben. England braucht aber Russland weiter als Bundesgenossen, das ist nämlich der beste Degen, den England hat, auf dem Festland. An Russland, das bolschewistische Russland, will in Europa bestimmen. England möchte gern das Gleichgewicht in Europa, wie es so schön heißt, aufrechterhalten und den Bolschewismus natürlich um Gottes Willen nicht heranlassen. Es ist ein wirres Durcheinander an Interessen, an Meinungen, an Absichten, an Plänen, wie einer den anderen für seinen Plan ausnutzen kann, betrügen kann und dann die Ernte für sich heimbringen kann. Ein System, das sicherlich eine Zeit lang hält und gut geht, das früher oder später eines Tages bricht. In dem Augenblick, wo diese Bundesgenossenschaft früher oder später bricht, dem Augenblick ist die Kraft unserer Gegner zwar noch beachtlich, aber nicht mehr bedrohlich. Es kommt in meinen Augen, da komme ich am Schluss nochmal darauf, nur vor allem
und einzig und allein darauf an. Den Krieg gewinnt der stets zurückschlägt, niemals kapituliert. Der hat den Krieg gewonnen. Und für uns kommt am Schluss bei diesem Krieg heraus, wenn eines Tages Russland erschöpft ist oder ausscheidet und England oder Amerika den Krieg leid wird, kommt heraus die Bestätigung eines Weltreiches. Dann kann man wirklich sagen, im Vergleich, in einer Parallele, jede Parallele hinkt, der Siebenjährige Krieg war die Bestätigung Preußens als europäische Macht. Er wurde 7 Jahre geführt, um zu bestätigen, dass die bereits eroberte Provinz Schlesien ein Teil Preußens bleibt. Dieser Krieg, der nun 5, vielleicht 6, vielleicht 7, wir wissen es nicht, fragen auch gar nicht danach, er wird so lange gefochten, als er dauert. Und wird so lange mit Willen und guter Stimmung von uns gefochten, als er dauert. Der wird die Bestätigung bringen, dass all das, was in den vergangenen 10 Jahren, 7 Jahren, 9 Jahren, seit dem Jahre 1938 in das deutsche, großdeutsche und dann germanische Reich eingegliedert wurde, dass das bei uns bleibt, dass der Weg nach dem Osten frei ist und dass Deutschland ein Weltreich ist, dass das germanische Weltreich begründet wurde. Das wird der Sinn dieses 5-, 6- oder 7-jährigen Krieges sein, den wir jetzt fechten. Gewinnen wird ihn der steht und auch in der schwersten Situation nicht nachgibt oder umfällt. Dass das nie geschieht, das ist in erster Linie unsere Aufgabe. Nun komme ich zur Entwicklung von uns selbst, von der SS, in den vergangenen Monaten. Die Entwicklung war, wenn Sie den ganzen Krieg zurückblicken, eine unerhört große. Sie ist in einem geradezu rasenden Tempo gegangen. Werfen wir einen kleinen Rückblick auf uns im Jahre 1939 mit ein paar Regimentern, noch nicht einmal einer Division, mit 8.000, 9.000 Mann Wachverbänden, alles in allem, im besten Fall mit 25.000, 28.000 Mann, die bewaffnet waren, aber praktisch ihr Artillerieregiment als schwere Waffe erst 2 Monate im Jahre 39 hatten. Werfen Sie weiter einen Blick zurück oder rekapitulieren Sie, stellen Sie fest, welche Aufgaben, welche Pflichten, welche Aufträge wir in den vergangenen 4,5 Jahren bekommen haben. Ich will einige äußere Veränderungen aufzählen, feststellen und praktisch noch einmal bekannt geben. Anstelle in den Hauptämtern haben sich folgende Veränderungen vollzogen. Der Nachfolger unseres gefallenen Freundes Heydrich ist unser Kamerad Obergruppenführer Kaltenbrunner geworden. Er ist leider heute krank, hat eine Venenentzündung, die aber Gott sei Dank nicht gefährlich ist und konnte deswegen nicht kommen. Unser alter Freund der Lüge hatte ein so schweres Herzleiden, dass er schwere Kuren durchmachen musste und nun wohl 1,5 bis 2 Jahre aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. Ich möchte heute Abend unseren beiden Freunden, vor allem der Lüge und auch Kaltenbrunner, in unser aller Namen ein Fernschreiben oder ein Telegramm schicken. Wir haben die Hoffnung, dass der Lüge in, wie gesagt, rund 2 Jahren wiederhergestellt ist und dann wieder in die Front ins Geschirr eintreten kann. In seiner Vertretung führt der SS-Obergruppenführer Wünnenberg
der bisher die Polizeidivision geführt hat, dann dafür bestimmt war, das 4. SS Panzerkorps als kommandierender General zu führen, der General der Waffen-SS und Polizei ist, führt SS-Obergruppenführer Wünnenberg die Ordnungspolizei als Chef der Ordnungspolizei. Nachfolger von unserem alten Kameraden und Freund Scharfe ist SS-Gruppenführer Breithaupt als Chef des SS-Gerichtes geworden. Obergruppenführer Hoffmann hat getauscht, hat das Rasse- und Siedlungshauptamt abgegeben und ist höherer SS- und Polizeiführer in Südwest geworden. Obergruppenführer Hildebrand hat seinen Oberabschnitt Weichsel abgegeben und ist Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes geworden. Obergruppenführer Schmidt hat auf seinen eigenen Wunsch sein Hauptamt, das Personalhauptamt, abgegeben und ist zu meinem persönlichen Stab für besondere Aufgaben getreten. Sein Nachfolger ist Gruppenführer Herf geworden. Einer meiner engsten und ältesten Mitarbeiter, Obergruppenführer Wolf, ist nach einer sehr schweren Krankheit, die sein Leben sehr gefährdet hatte, der Operation eines Nierensteines, Gott sei Dank wieder ganz gesund geworden und ist jetzt, das ist eine erstmalige Stellung, der höchste SS- und Polizeiführer für das ganze besetzte Italien. Er hat also ein Menschengebiet von 25 bis 30 Millionen, hat er zu behüten. Er hat unter sich als höheren SS- und Polizeiführer für das Küstenland SS-Gruppenführer Globocznik und hat mehrere SS- und Polizeiführer unter sich. Er konnte auch heute nicht kommen. Höhere SS- und Polizeiführer sind seit der Zeit eingerichtet worden. In Kroatien, Kammerhofer, der dort nicht höhere SS- und Polizeiführer, sondern der Kroaten wegen der Beauftragte des Reichsführers SS heißt. Früher schon in Serbien, Meißner. In Griechenland, jetzt Stroop, möchte das gleich mitteilen, den ich aber dann dort wegnehme. Nachfolger wird Schimanna. Sie werden höhere SS- und Polizeiführer in Griechenland. Wo sind Sie? Sie führen nicht die Division Galizien, sondern werden dort höhere SS- und Polizeiführer. Dann Dänemark wird jetzt eingerichtet. Das wird SS-Gruppenführer Panke bekommen. Wird höhere SS- und Polizeiführer in Dänemark. Wo ist er, Panke? Hier. Italien habe ich schon genannt. In der Waffen-SS sind wir, seitdem wir uns das letzte Mal sahen, zur nächsten Entwicklungsstufe organisatorischer Art vorangeschritten. Damals waren wir gerade in Bildung vor 1,25 Jahren des ersten Korps, des SS-Panzerkorps. Das Obergruppenführer Hauser führt, der zurzeit in Italien die Operationen im Küstenland leitet und führt. Dies ist das 2. SS-Panzerkorps. Inzwischen sind folgende Korps entstanden oder in Entstehung begriffen. Das 1. SS-Panzerkorps, Obergruppenführer Dietrich, Leibstandarte SS Adolf Hitler und die neu in Bildung begriffene Division, Panzergrenadierdivision Hitlerjugend. 2. SS-Panzerkorps, Obergruppenführer Hauser, mit der Division Das Reich und der Division Panzergrenadierdivision Totenkopf. 3. SS-Panzerkorps, das Germanische, SS-Obergruppenführer Steiner, mit der Division Viking, die im Osten drüben ist, einer neu in Aufstellung begriffenen SS-Panzergrenadierdivision Nordland und einer Panzergrenadierbrigade Niederland. Das 4. SS-Panzerkorps, das Gruppenführer Grüge, der bisher die Division Das Reich führt, bekommen wird, mit 2 neuen Panzer- und Panzergrenadierdivisionen, nämlich mit der bestehenden Panzerdivision Hohenstaufen, die wir als 9. und 10. Division in diesem Jahr im Februar
im Verlauf von 5 bis 6 Wochen durch Obergruppen für die Berger ausheben und durch Obergruppen für die Jüttner ausbilden und aufstellen ließen. Das war ein Kunststück, kann ich Ihnen sagen. Das größte Wagnis und der größte Angstzustand, den ich einige Wochen lang hatte. Wieder das alte Panzerkorps, Reich, Leibstandarte und Totenkopf kamen weg in Frankreich. Mitte bis Ende Dezember, der zweiten Hälfte Dezember, kam vom Führer der Befehl, am 15. Februar stehen 2 neue SS-Divisionen auszuheben aus dem Jahrgang 25 in den Arbeitsdienstlagern, stehen am 15. Februar in Frankreich. Darüber könnte man später einmal ein Buch schreiben und einen Roman erzählen, wie schwierig das war und wie es doch durchgewogen wurde. Es wurde mit diesen Rekruten vom ersten Tag an scharf geschossen, weil man nie wusste, ob der Engländer nicht kam. Nach 8 Wochen war es schon bedeutend besser und jetzt sind es hervorragende gute Divisionen geworden. Zurzeit haben wir den Auftrag, die 16. und 17. SS-Division bis Januar aufzustellen. Das an dieser Fleißarbeit sind wir jetzt gerade gemeinsam beschäftigt. Das soll das 4. SS-Panzerkorps mit der Division Hohenstaufen, der 9. und einer neu zu bilden, die den Namen Reichsführer SS, ausgebildet aus der Brigade Reichsführer SS, die jetzt, wie wir hoffen, heute mit dem letzten Mann von Korsika gut weggekommen ist, aufgestellt wird. Dann das 5. SS-Gebirgskorps mit der Division Prinz Eugen und einer in Bildung begriffenen Bosniaken-Division, Gebirgsdivision. Das 6. SS-Korps, die 5. Korps führt SS-Obergruppe Refleps. Das 6. SS-Korps, das lettische, geführt von Gruppenführer Pfeffer Wildenbruch, aus einer inzwischen aufgestellten lettischen Brigade, die sich am Wolchow sehr gut geschlagen hat, und einer in Aufstellung begriffenen und bald vollendeten lettischen Division. Dann das 7. SS-Panzerkorps, das in der Aufstellung begriffen ist, mit einer bereits bestehenden, in Frankreich stehenden Division, der 10., die den Namen Frunsberg bekommen hat, und einer der 17., die einen zunächst sehr eigenartig klingenden, aber sehr, wenn man es richtig auffasst, sehr trutzigen Namen bekommt, Götz von Berlichingen. Das ist nämlich Frunsberg und Götz von Berlichingen. Das ist eine Trutzansage von uns gegenüber all unseren Gegnern, außerhalb und innerhalb. Ebenfalls ist ein, außerdem haben wir noch verschiedene Brigaden aufgestellt, Brigaden und Sturmbrigaden. Es wird später, wenn man es einmal im Einzelnen festlegen und erzählen kann, wird es eine beachtliche Leistung sein, was aus dieser Waffen-SS herausgepresst wurde und sich herauspressen ließ. Ich habe inzwischen dann in dieser Zeit auch noch die Dienststelle des Chefs der Bandenkampfverbände eingerichtet. Chef der Bandenkampfverbände ist unser Kamerad SS-Obergruppenführer von den Bach. Ich habe es für notwendig gehalten, dass wir diese Dienststelle, dass der Reichsführer SS hier der maßgebliche Kommandeur, maßgebliche Oberbefehlshaber für alle diese Kämpfe ist. Da ich wirklich die Überzeugung habe, dass wir diesen ausgesprochen politischen Kampf unserer Gegner am besten führen können. Wir haben, soweit uns die dafür bereitgestellten und von uns aufgestellten Verbände nicht immer wieder zum Stopfen von Lücken an der Front weggenommen wurden, sehr gute Erfolge gehabt. Beachtlich ist hieran, dass wir damit die nächste Stufe, Division, Korps, Armee, dass die nächste Stufe, nämlich die eines Oberkommandos, einer Armee oder sogar einer Gruppe, wenn Sie es so nennen wollen,
dass wir die damit für die SS erreicht haben. Dann kurz die Aufgaben der Ordnungs- und der Sicherheitspolizei. Sie sind im selben Rahmen geblieben. Was geleistet wurde, kann ich bloß feststellen, ist enorm. Wir haben rund an die 30 Polizeiregimenter aus Polizeireservisten und alten Polizeisoldaten, Polizeibeamten, wie man früher sie hieß, aufgestellt. Das Durchschnittsalter unserer Polizeibataillone ist kein geringeres wie das der Sicherungsbataillone bei der Wehrmacht. Die Leistung ist eine über alles Lob erhabene. Wir haben außerdem in einem Zusammenlegen der vorher aufgestellten Schutzmannschaftsbataillone, also der wilden Völker, die wir dann nicht mehr allein ließen, haben wir Polizeischützenregimenter gebildet, wo also diese Mischung von 1 zu 3 ungefähr schon durchgeführt wurde, weswegen wir gerade in der jetzigen Krisenzeit eine viel größere Stabilität wie die ganzen sonstigen einheimischen oder eingeborenen Verbände zeigen konnten. Die Aufgaben der Sicherheitspolizei sind genau wie die der Ordnungspolizei wachsend mit dem Raum gewachsen. Auch hier können wir, oder gerade hier können wir, über das, was geleistet wurde, erst nach dem Krieg reden. Es wird einmal bestimmt eine nette Unterhaltung sein, wenn wir uns mit unseren Partnern vom Service einmal sprechen können und einmal gegenseitig die Karten auf den Tisch legen können. Es wird von der drüberen Seite uns das Leben nicht leicht gemacht. Wobei Sie nie vergessen dürfen, wir sind in der glücklichen Lage, sehr viele Teile Europas besetzt zu haben. In der nachteiligen Lage, damit Millionen, Dutzende von Millionen von fremden Völkern unter uns zu haben und damit gegen uns. Wir haben automatisch jeden gegen uns, der überzeugter Kommunist ist. Wir haben jeden Juden gegen uns, wir haben jeden Freimaurer gegen uns, jeden Demokraten, jeden überzeugten Christen. Das sind die weltanschaulichen Gegner, die wir in ganz Europa gegen uns haben und die der Feind gesammelt für sich hat. Wir haben aber auch gegen uns den richtig oder falsch verstandenen Nationalismus, sei er in Frankreich, sei er in Norwegen, sei er in Dänemark oder sei er in Niederlanden oder in Serbien. Der Gegner kann sich also für seine Sabotageakte oder für die Tätigkeit seiner Fallschirmspringer eines wunderbaren vorbereiteten Bodens jederzeit bedienen. Diese Gelegenheiten hatten wir bisher, mit Ausnahme vom Kaukasus, von Iran, der leider sehr weit weg ist, nicht. Jetzt freue ich mich darauf. Unsere lieben englischen und amerikanischen Gegner sind ja jetzt auf dem Festland. Sie haben Süditalien, wir haben Norditalien. Jetzt werden wir mal aufspielen. Das wird eine wunderbare Gelegenheit. Und wir werden zeigen, was wir auf dem Gebiet können. Es ist die erste Möglichkeit, dass wir den Engländern mit auf diesem Gebiet mit derselben Waffe einmal antworten können. England selbst hat als einziges Fremdvolk ja bei sich Irland. Irland ist so katholisch, so religiös gebunden, dass es trotz seiner nationalen Gegnerschaft gegen England von kirchlicher Seite her in Ruhe gehalten ist, neutralisiert ist, sodass wir es nicht verwenden können. Nun zeigt sich zum ersten Mal eine Gelegenheit, Sie können versichert sein, wir werden sie nicht versäumen. Dann, das, was ich schon einmal erwähnt habe, ich kann es leider nicht verschweigen, neben all dem, was wir in dieser Zeit, wie ich sagte, neu aufgestellt, erreicht haben, ich bin Reichsinnenminister geworden, habe damit ein Stückchen Arbeit mehr, sehe hier meine Aufgabe in folgenden einzelnen großen Komplexen.
Erstens Wiederherstellung der vielfach verloren gegangenen Reichsautorität. Zweitens Dezentralisierung der Aufgaben, die nicht reichswichtig sind, um das Reich in der Hand zu behalten. Belebung der ganzen im deutschen Volk schlummernden schöpferischen Kräfte in der deutschen Selbstverwaltung. Drittens radikales Aufräumen in diesem ganzen Apparat mit jedem Fall von Korruption oder schlechtem Benehmen. Ich werde gnadenlos vorgehen. Wen ich erwische und wer etwas begangen hat, der kommt vor den Kari. Groß oder klein. Denn ein solcher Fall in einer Gegend durchexerziert, vor der Öffentlichkeit und bekannt gegeben, der schädigt uns nämlich nicht, der schädigt nicht das Ansehen von Staat und Partei, sondern der stärkt es. Weil dann jeder sagt, aller anderen Respekt, anständig, wenn einer ein Lump ist, schmeißen Sie ihn heraus. Wobei etwas ja ganz klar ist, und das wollen wir uns, ich komme ja dann zu einigen Dingen, die ich ja meiner Gewohnheit entsprechend deutlich aussprechen werde. Das gilt genauso für uns innerhalb der SS. Menschliche Unzulänglichkeiten kommen überall vor. Überall. Die Organisationen unterscheiden sich nur durch Folgendes. Die eine Organisation vertuscht das und sagt, um unser Ansehen nicht zu schädigen, muss da die berühmte Decke und der christlichen Nächstenliebe darüber gebreitet werden. Und die andere Organisation reinigt sich selbst brutal. Sagt, jawohl, das war ein Schwein, den haben wir erschossen, haben ihn eingesperrt und ihn haben wir rausgeschmissen. So, jetzt befasst euch damit, plaudert drüber oder sonst etwas. Weil man dann das Recht hat zu sagen, aber wenn von euch einer ein Schwein ist, kommt er genauso dran. Nämlich das dann unser moralisches Recht. Wenn ich aber Polizei bin, wie wir bisher waren, wenn ich der Chef der SS bin, wenn ich jetzt Reichsinnenminister bin, ich hätte nicht das moralische Recht, gegen irgendeinen Volksgenossen vorzugehen. Wir könnten nicht die Kraft aufbringen, das zu tun, wenn wir nicht in unseren eigenen Reihen brutal für Sauberkeit sorgen würden. Sie können versichert sein, dass ich es auch als Reichsinnenminister tun werde. Ebenso können Sie selbstverständlich versichert sein, dass ich nicht irgendeinen Wahnsinnskurs anfange, nun diesem Gaul die Kandare ganz kräftig ins Maul reiße und es hinten hinsetze, sondern es wird langsam der Zügel angezogen und allmählich werden wir das Pferd schon wieder in eine anständige Gangart bringen. Ich komme nun noch zu einzelnen anderen Aufgaben, großen Aufgabengebieten, die doch wichtig sind, wenn Sie alle davon erfahren. Wir haben Riesenrüstungsbetriebe in den Konzentrationslagern. Das ist das Aufgabengebiet unseres Freundes Obergruppenführer Pohl. Wir leisten jedes Monat viele Millionen von Arbeitsstunden für Rüstung. Wir gehen an die undankbarsten Dinge heran. Und das muss ich anerkennen. Ob es in den Konzentrationslagern, in den Wirtschaftsbetrieben von Polen ist, oder ob es draußen bei den höheren SS-Polizeiführern ist, ob es in Werkstätten vom Führungshauptamt ist, da zeigt sich eines, wir sind eben doch überall SS-Männer. Wo etwas im Argen liegt, da wird angepackt. Erziehen Sie mir jeden Untergebenen in dieser Richtung. Wir wollen kompetenzlos helfen, denn wir wollen ja den Krieg gewinnen. Was wir tun, tun wir ja für Deutschland. Ob das nun der Bau einer Straße ist, ob irgendwo ein Tunnel nicht vorangeht, ob es eine Erfindung ist, die vor lauter Bürokratie nicht zur Geburt kommt, ob es sonst etwas ist, wo wir anfassen können, fassen wir an. Das, was wir in unseren Rüstungsbetrieben leisten, wird, wenn wir es auch am Schluss des Krieges aufrechnen können,
dartun können, eine sehenswerte und beachtliche Leistung sein. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel, will ich hier vor Ihnen in aller Offenheit nennen. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein, und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Genauso wenig, wie wir am 30. Juni gezögert haben, die befohlene Pflicht zu tun und Kameraden, die sich verfehlt hatten, an die Wand zu stellen und zu erschießen. Wie wir darüber niemals gesprochen haben und sprechen werden. Das war so eine, Gott sei Dank, in uns wohnende Takt, Selbstverständlichkeit des Taktes, dass wir uns untereinander nie darüber unterhalten haben, nie darüber sprachen. Es hat jeden geschaut und jeder war sich klar, dass es das nächste Mal wieder tun würde, wenn es befohlen wird und wenn es notwendig ist. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, ha, Kleinigkeit. Und dann kommen Sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine, der ist ein prima Jude. Und so gesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Denn wir wissen, wie schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt bei den Bombenangriffen, bei den Lasten des Krieges und bei den Entbehrungen, wenn wir da noch die Juden als geheime Saboteure, Agitatoren und Hetzer hätten. Wir würden wahrscheinlich in das Stadium des Jahres 1617 jetzt gekommen sein, wenn die Juden noch im deutschen Volkskörper säßen. Die Reichtümer, die sie hatten, haben wir ihnen abgenommen. Und ich habe einen strikten Befehl gegeben, den Obergruppenführer Pohl durchgeführt hat. Wir haben diese Reichtümer restlos dem Reich, dem Staat abgeführt. Wir haben uns nichts davon genommen. Einzelne, die sich verfehlt haben, die werden gemäß einem von mir gegebenen Befehl, den ich am Anfang gab, wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, ist des Todes. Eine Anzahl SS-Männer haben sich dagegen verfehlt, sind nicht sehr viele. Und sie werden des Todes sein. Gnadenlos! Wir haben das moralische Recht. Wir hatten die Pflicht, unserem Volk gegenüber das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Wir haben aber nicht das Recht, uns auch nur mit einem Pelz, mit einer Mark, mit einer Zigarette, mit einer Uhr, mit sonst etwas zu bereichern. Das haben wir nicht. Denn wir wollen nicht am Schluss, weil wir den Bacillus ausrotten, an den Bacillus krank werden und sterben. Da werde ich niemals zusehen, dass so etwas überhaupt nur auch eine kleine Fäulnisstelle bei uns eintritt oder sich festsetzt, sondern wo sich eine festsetzen sollte, werden wir sie gemeinsam ausbrennen. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben
diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Eines, wenn ich das, was wir getan haben in diesen Jahren, wenn ich das in einem Rechenschaftsbericht für uns alle und vor uns allen feststelle, darf ich nicht übersehen und übergehen. Die Bedeutung der Haltung des SS-Manns. Hier, glaube ich, haben wir insgesamt anständig bestanden, wie auch bei allen anderen Dingen. Haben wir im Großen anständig bestanden. Die Haltung war gut, ob es in verzweifelten Situationen an der Front war, von unseren braven Führern und Männern, die in den finstersten Stunden, in den dunkelsten Stunden über sich selbst hinauswuchsen, im Leben und im Sterben, in diesem heldenhaften großen Sterben, das in den letzten 10 Wochen zum Beispiel wieder gestorben wurde. Oder wir haben unseren Mann gestanden im Großen und Ganzen, in den rückwärtigen Gebieten, im Bandenkampf und auch in der Heimat. Denn mehr wie auf Reden kommt es auf die Haltung an. Das Volk, der kleine Mann, in der Not seines Herzens und in der Angst seines Inneren, der sieht heute doch in vielen Fällen schon, wie steht der SS-Mann? Was für ein Gesicht macht er? Hat er auch so eine trübe Miene? Lässt er auch das Unterkiefer hängen? Lässt er den Kopf hängen? Oder wie marschiert dieses SS-Bataillon an die Front? Oder wie ist dieser Posten der Gendarmerie in dem oder jenem Kaff im Balkan oder in Russland? Bleiben die da oder bleiben sie nicht da? Oder wie ist der SS-Mann beim Luftangriff? Ist er derjenige, der die Leute herausholt? Ist er derjenige, der die Panik verhindert? Oder auch umgekehrt, ist da ein SS-Führer oder ein SS-Mann, der sich Sonderrechte herausnimmt, mit dem Auto fährt, wo er es nicht fahren soll, besser lebt wie die anderen, keinen Dienst macht, jeden Sonntag frei hat, wo die Frau furchtbare Ansprüche stellt, auftritt, das nicht kann, jenes nicht kann, im Bombenquartier große Sprüche spricht? Oder sind die Frauen von uns die arbeitsamsten, die bescheidensten, die tapfersten, die niemals kritisieren, die immer den Kopf hochhalten? Im Großen und Ganzen war unsere Haltung gut. Manches, auch in unseren Reihen, ist zu bessern. Das auszusprechen, ist mit ein Sinn dieses Appells der Kommandeure und der Gruppenführer. Ich möchte dieses Kapitel überschreiben mit der Überschrift Wir selbst. Entstanden sind wir durch das Gesetz der Auslese. Wir haben ausgelesen aus unserem Volk, aus dem Durchschnitt unseres Volkes. Dieses Volkes, das durch das Würfelspiel des Schicksals und der Geschichte entstanden ist in langen Urzeiten und Generationen und Jahrhunderten. Über das hinweggebraust sind fremde Völker und ihr Erbgut haben zurückgelassen. Und das eingeströmt sind fremde Blutskanäle. Und das trotzdem, trotz entsetzlichster Not und entsetzlicher Schicksalsschläge, doch in seinem Blutskern die Kraft gehabt hat, sich durchzusetzen und dieses ganze Volk mit seinem nordisch
seelisch-germanischem Blut zu durchtränken und zusammenzukitten. Dass man letzten Endes doch von einem deutschen Volke immer sprechen konnte und spricht. Aus diesem Volk, gemischt, vielfältig in seinen Erbanlagen, so wie es war, aus dem Zusammenbruch, in den Jahren des Freiheitskampfes, haben wir nun auszulesen begonnen. Bewusst ausgelesen, versucht auszulesen das nordisch-germanische Blut, dem Blutsteil, von dem wir am meisten annehmen konnten, dass er der Träger der schöpferischen und hellischen, lebenserhaltenden Eigenschaften unseres Volkes ist. Wir sind, teils nach dem Äußeren, nach dem Erscheinungsbild gegangen und haben zum anderen Teil dann das Erscheinungsbild überprüft. Durch immer neue Forderungen, durch immer neue Proben, immer wieder körperlich und geistig, charakterlich und seelisch auf die Probe gestellt und immer wieder herausgesetzt, was nicht tauglich war. Gehen lassen, was nicht taugte, was nicht zu uns passte. Solange wir die Kraft hatten, haben und haben werden, so lange wird dieser Orden gesund sein. Im Augenblick, wo wir dieses Gesetz, unsere Blutsgrundlage und das Gesetz der Auslese der Härte gegen uns selbst vergessen würden in dem Augenblick, würden wir den Keim des Todes in uns haben und in dem Augenblick würden wir zu Ende gehen, wie jede menschliche Organisation, wie jede Blüte in dieser Welt einmal zu Ende geht. Dieses Erblühen und dieses Fruchttragen für unser Volk möglichst segensreich, möglichst lang und erschrecken Sie nicht, möglichst in die Jahrtausende gehen zu lassen, muss unser Bestreben sein. Muss unser inneres Gesetz sein und deswegen sind wir verpflichtet, wann wir auch zusammenkommen und was wir auch tun, uns unseres Grundgesetzes zu besinnen, Blut, Auslese, Härte. Das Gesetz der Natur ist eben so. Was hart ist, ist gut. Was kräftig ist, ist gut. Was aus dem Lebenskampf körperlich, willensmäßig, seelisch sich durchsetzt, das ist das Gute. Immer auf die Länge der Zeit gesehen. Selbstverständlich kann einmal, und das ist oft in der Geschichte geschehen, durch Betrug, durch Falschspiel einer an die Macht kommen. Für die Natur und für das Erdenschicksal und Weltenschicksal spielt das keine Rolle. Dem Betrüger setzt die Realität, nämlich die Natur, setzt das Schicksal nach kürzester Zeit, immer in Menschen und Weltenaltern, nicht in Menschen, sondern in Weltenaltern gerechnet, setzt sie wieder ab. Niemals uns selbst zu betrügen, sondern immer echt zu bleiben. Das muss unser Bestreben sein. Das müssen wir jedem Jungen, jedem von uns selbst und jedem unserer Untergebenen immer wieder predigen und einflößen. Eines muss klar sein, und eines möchte ich Ihnen heute schon sagen, im Augenblick, in dem der Krieg zu Ende ist, werden wir erst mit dem wirklichen Zusammenschmieden unseres Ordens, den wir in 10 Jahren angefangen haben, in dem wir 10 Jahre vor dem Krieg die ersten wichtigsten Grundsätze hineingesenkt haben und anerzogen haben, da werden wir erst richtig beginnen. Wir Alte, in dem Fall muss ich das von uns sagen, wir müssen das noch tun, die 20 mühe- und arbeitsreichen Jahre nach dem Kriegsende, damit dann eine Tradition geschaffen ist von 30, 35, 40 Jahren von einem Menschenalter, sodass dann nach geheiligten traditionellen Gesetzen und trotzdem immer jugendkräftig und revolutionär, kräftig und wirksam dieser Orden in die Zukunft marschiert.
um die Aufgabe zu erfüllen, dem deutschen Volk, dem germanischen Volk, die dieses germanische Volk und dieses Europa zusammenbindende, zusammenhaltende Oberschicht zu geben, aus dem immer wieder die Köpfe, die das Volk braucht, in der Wirtschaft, im Bau und Um, als Soldaten, als Staatsmänner, als Politiker, als Techniker, um ihm immer wieder diese Köpfe schenken zu können. Um außerdem so kräftig und so stark, so lebensvoll zu sein, dass jede Generation bedenkenlos aus ihren Familien 2 und 3 Söhne auf dem Schlachtfeld opfern kann und trotzdem die Weitergabe des Blutstromes sichergestellt ist. Ich komme nun zu den wichtigsten Tugenden, die ich diesem Orden, dieser gesamten allgemeinen SS, denn das ist das Fundament des Ordens, vor Jahren zu predigen, einzuprägen, versucht, begonnen habe und die gerade jetzt im 5. Kriegsjahr von so ausschlaggebender Bedeutung und Wichtigkeit sind. Erstens die Treue. Wir haben, Gott sei Dank, in unseren Reihen von namhaften SS-Männern bisher keinen Fall gehabt, in dem einer untreu wurde. Eines sei hier die Richtlinie. Sollte einer je in ihrem Gesichtskreis dem Führer oder dem Reich untreu sein, auch nur in Gedanken, so haben sie dafür zu sorgen, dass dieser Mann aus dem Orden kommt, und wir werden dafür sorgen, dass er aus dem Leben kommt. Denn alles, das habe ich einmal bereits ausgesprochen und wiederhole es heute, alles kann verziehen werden auf dieser Welt. Aber eines für uns Germanen nicht, das ist die Untreue. Das ist die wäre unverzeihlich und ist unverzeihlich. Fälle wie der Fall eines Battaglio in Italien. Die dürfen und werden sich in Deutschland nie ereignen. Der Name Badoglio wird in der Zukunft der Name für schlechte Hunde sein. Für vierbeinige, minderrassige Köter der Schimpfname, so wie im Altertum der Name Tersites der Schimpfname für Verräter war. Hier können wir nur etwas sagen und können es nur überall predigen. Sei sich das deutsche Volk in jeder seiner Männer und seiner Frauen würdig durch eine unerhörte und unbedingte Treue, dass dieses deutsche Volk zur Zeit Adolf Hitlers leben durfte und dass dieser Führer erstanden ist und sein Leben voll Sorge, voll Verantwortung, voll Arbeit unserem deutschen germanischen Volk widmet. Die zweite Tugend, Gehorsam. Gehorsam wird im soldatischen Leben morgens, mittags und abends ausgesprochen. Der kleine Mann gehorcht auch immer. Oder meistens gehorcht er nicht, wird eingesperrt. Schwieriger ist die Frage des Gehorsams von den höheren Würdenträgern an. In Staat, Partei und Wehrmacht. Auch hier und da in der SS. Ich möchte hier etwas klar und eindeutig aussprechen. Wenn der kleine Mann gehorchen muss, ist es selbstverständlich. Noch selbstverständlicher aber ist, dass alle großen Führer in der SS, das ganze Gruppenführerkorps, das Bild, das Vorbild des bedingungslosen Gehorsams ist. Es ist
selbstverständlich, dass jeder von Ihnen die Pflicht und die Verantwortung hat, wenn er glaubt, dass ein Befehl auf einer irrigen Erkenntnis des Vorgesetzten oder einer falschen Grundlage aufgebaut ist, dies zur Sprache zu bringen. Seine Gründe mannhaft und wahrhaft vorzutragen, von denen er überzeugt ist, dass sie dagegen sprechen. In dem Augenblick aber, in dem der betreffende Vorgesetzte oder in dem der Reichsführer es ist, das kommt ja für das Gruppenführerkorps in den meisten Fällen in Frage, oder wenn gar der Führer einen Befehl uns gibt, entschieden hat und der Befehl ist gegeben, dann ist er durchzuführen, nicht nur dem Wort, dem Buchstaben nach, sondern dem Sinne nach, als getreuer Walter, als getreuer Vertreter der befehlsgebenden Gewalt. Auch wenn Sie zuerst glaubten oder noch glauben, das wäre richtig und das wäre nicht richtig oder es wäre sogar falsch, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder es glaubt einer, er kann es nicht verantworten, dann hat er das zu melden und hat dann auszuscheiden. Hat ehrlich zu melden, ich kann es nicht verantworten, ich bitte mich davon zu entbinden. Dann wird wohl in den meisten Fällen der Befehl kommen, Sie haben das doch durchzuführen. Oder man denkt, er ist mit den Nerven fertig, der ist schwach, kann man sagen, gut, gehen Sie in Pension. Befehle müssen aber heilig sein. Wenn die Generale gehorchen, dann gehorchen die Armeen von selbst. Diese Heiligkeit des Befehls ist umso wichtiger, je größer unser Territorium wird. Einen Befehl durchzudrücken in einem kleinen Deutschland, das war gar nicht schwierig. Einen Befehl durchzudrücken, wenn wir, was ich die heilige Überzeugung habe, einmal Garnisonen am Ural haben, das ist schon wichtiger. Hier wird man die Durchführung eines Befehls nicht immer kontrollieren können. Die Kontrolle darf bei uns nicht und darf niemals wie in Russland der Kommissar sein, sondern dieser einzige Kommissar, den wir haben, muss das eigene Gewissen sein. Die Pflichttreue, die Treue der Gehorsam. Wenn Sie mit diesem Beispiel vorangehen, meine Herren, dann wird jeder Untergebene diesem Beispiel folgen. Sie werden aber niemals Gehorsam von Ihren Männern verlangen können, wenn Sie nicht denselben Gehorsam der Autorität über Ihnen geben. Und zwar bedingungslos und ohne Einschränkung. Ich komme zum dritten Punkt, Tapferkeit. Hier, glaube ich, brauchen wir bei uns am wenigsten warnen. Denn tapfer sind unsere Führer und sind unsere Männer. Ich möchte Ihnen des Interesses halber ein Gegenbeispiel, ein Beispiel, wie es bei den Russen ist, einmal vorlesen und dazu einen Gedanken dazu sagen. Von einem estnischen Offizier, der mit seiner estnischen Kompanie von der Roten Armee mitgenommen und dem es gelungen war, dort zu fliehen, hörte ich folgende Begebenheit. Ein Truppenteil der Roten Armee hatte einen Angriff zu führen, der von den Deutschen abgeschlagen worden war. Daraufhin bestellte sich der Kommissar dieses Truppenteils die Offiziere zur Besprechung. Die Offiziere mussten in den Unterstand und sich in vorgeschriebener Haltung, also im Stillstehen, melden. Der Kommissar arbeitete ruhig weiter und ließ die Offiziere weiter stillstehen. Als einer unruhig zu werden und sich zu rühren begann, sah der Kommissar lediglich auf und fragte denselben, Sie scheinen wohl müde zu werden. Daraufhin kam die Frage, hat einer der Herren zu dem Angriff etwas zu bemerken. Als nächstes kam die Antwort eines Offiziers, dass der Widerstand der Deutschen zu stark gewesen möglich wäre. Der Kommissar zog die Pistole, schoss den betreffenden Offizier nieder und fragte dann lediglich, hat doch einer der Herren zu dem Angriff etwas zu bemerken? Nach einer halben Stunde wurde wieder angegriffen. Sehen Sie, das Beispiel der Tapferkeit,
das wir nicht haben wollen, das wir nicht brauchen. Der Kommissar, der uns den Angriff befiehlt, muss unsere eigene Tapferkeit, muss unsere eigene Treue und unser eigener Gehorsam sein. Das soll der himmelweite Unterschied sein. In unserem Rhein leben wir nach unseren germanischen Gesetzen, von denen ein wunderschönes heißt: Ehre ist Zwang genug. Den fremden Völkern gegenüber wollen wir diese asiatischen Gesetze zur Anwendung bringen. Wir wollen das niemals durcheinander bringen. Haben wir einen unseres Blutes, einen gutrassigen Norweger oder Niederländer, dann können wir sein Herz nur nach unseren, nämlich nach seinen und unseren, nach unseren gesamtgermanischen Gesetzen gewinnen. Haben wir einen Russen, einen Slaven, blutlich gesehen vor uns, dann wollen wir niemals unsere heiligen Gesetze dort anwenden, sondern diese erprobten russischen Kommissarsgesetze. Bei dieser Tapferkeit möchte ich aber eine Seite anschneiden, die auch zur Tapferkeit gehört, die manchmal nicht so ganz in Ordnung ist, das ist die Zivilcourage. Ich kenne wirklich viele meiner besten SS-Führer, die besinnungslos und bedingungslos, ohne sich etwas zu denken, jedes Vor- und jeden Bunker stürmen würden. Die aber, sagen wir beispielsweise, wenn sie einen Untergebenen abqualifizieren, ich glaube, ich habe mal schon taktlos die Sprache darauf gebracht in einer früheren Besprechung, einen Untergebenen abqualifizieren, das mir gegenüber tun. Dann aber, wenn die Versetzung kommt von dem, vorher nicht Zivilcourage hat, mit dem zu sagen, Sie Herr, ich habe Sie abqualifiziert, deswegen kommen Sie weg, sondern dann den erstaunten Mitteleuropäer machen und sagen, ist mir völlig unverständlich, wie Sie wegkommen, mein Lieber, was tut mir das aber leid? Ich muss mal gleich mit denen in Berlin, der wieder so eine Schwannerei vom Personalhauptamt, die in Berlin natürlich am grünen Tisch die verdienen. Nein, meine Herren, ich werde in Zukunft, das habe ich glaube ich auch schon einmal gesagt, alle solche Leute Ihnen wieder den betreffenden Kommandeur zurückschicken. Wer sagt, ach, das war es ein Irrtum von Ihnen, die Abqualifikation war nicht richtig, dann wollen Sie, kriegen Sie diesen kostbaren Mitarbeiter sofort wieder zurück. Das ist nämlich auch ein Teil der Tapferkeit, nämlich die sogenannte Zivilcourage. Und die möchte ich auch meinem Führerkorps noch anerziehen, da wo sie noch nicht drin ist. Ein Teil der Tapferkeit ist auch der Glaube. Und hier, meine Gruppenführer, wollen wir uns von niemanden in der Welt übertreffen lassen. Der Glaube gewinnt die Schlachten und der Glaube schafft die Siege. Und Menschen, die pessimistisch sind oder den Glauben verlieren, die wollen wir in unseren Reihen nicht haben. Ganz gleich, wo der Einzelne auch ist. Ist er irgendwo als Angehöriger der allgemeinen SS im Leben der Wirtschaft oder im Staat? Ist er bei uns in der Waffen-SS an der Front, da passiert es meistens nicht, oder in einem Stab an der Front, oder in einem Stab oder sonst irgendwo in der Etappe, oder in der Heimat, oder ist er in der Polizei, oder ist er in der Sicherheitspolizei, oder in der Ordnungspolizei, ist ganz gleichgültig wo. Leute, die so schwach sind, dass sie keinen Glauben mehr haben, die tun wir von uns weg, die wollen wir nicht haben. Denn wer die Kraft nicht mehr zum Glauben hat, der soll auch bei uns nicht, in unseren Reihen mindestens nicht leben. Kommen wir zu einer vierten Tugend, die in Deutschland sehr selten ist, die Wahrhaftigkeit.
der größten Übel, das sich im Kriege verbreitet hat, ist die Unwahrheit bei den Meldungen, bei den Berichten, bei den Angaben, die von den ergebenen Stellen, Zivil, Staat, Partei und Wehrmacht an die vorgesetzten Stellen gemacht werden. Die Meldung oder Bericht ist die Grundlage für jeden Entschluss. Es ist wirklich so, dass man jetzt im Krieg in vielen Sparten annehmen kann, dass 95% aller Meldungen gelogen oder nur halb wahr sind oder halb richtig sind. Das geht an mit der Stärkemeldung. Ich nehme mal hier ein sehr alltägliches Beispiel. Wenn einer Nachersatz will, dann meldet er die Stärkemeldung, die Gefechtsstärke. Ist er noch schlauer, meldet er die Grabenstärke. Das ist nämlich noch weniger. Sagt, ich habe nur noch 200 Mann. Furchtbar, nur noch 200 Mann. Ist dann einer so schlau und sagt, gib mal deine Verpflegungsstärke her, dann fressen in dem Regiment 1300 Mann. Kann bloß sagen, merkwürdige Verhältnisse. Eigenartig. Bei euch sind 200 im Gefecht, 1100 sind hier der Schwanz von diesem kleinen Kopf. Eigenartig. Umgekehrt. Will einer Bewaffnung haben, dann sagt, ich habe eine Stärke, was weiß ich, von 3000 Mann. Und ich habe viel zu wenig Waffen. Ich brauche noch Fahrzeuge und Waffen. Oder will einer irgendwie, sagen wir mal, für seine Stellung Ausrüstung, Minen, Pax haben, dann wird die Stellung 25, 30, 35 Kilometer dehnt sich wie ein Gummiband. Soll er die besetzen, dann wird seine, kommt darauf an, sagt man, also ihre Division ist ja so stark, sie können ja 25 Kilometer besetzen. Dann schrumpft die Division und sagt, ich kann bloß 7 Kilometer besetzen. Die berühmten Meldungen aus militärischen Gründen, wo es dann früher hieß, was, Sie wollen die Wirtschaft des deutschen Volkes schädigen? Sie sabotieren die Kriegswirtschaft? Wenn man irgendeinen Judenfirma schloss, ein Juden rausgrub, der also dem Herrn Zahlmeister so und so für Frau Zahlmeister ein Pelzmäntelchen stiftete und für den Herrn Kriegsrat oder heißt man mal, ich nehme einen Titel, den es sonst nicht gibt, um niemanden zu beleidigen, für den ein paar nagelneue Stiefel machte, wenn man den dann 800 Juden, Weiber, Kinder raustat, sagt, ich muss melden, dass sie die Kriegsproduktion des deutschen Volkes entscheidend gestört haben. Oder wenn ich mir manchmal Vorschläge für Beförderungen, Orden und Auszeichnungen ansehe, da gibt es überhaupt keine Tätigkeit, die nicht kriegsentscheidend ist. Es ist wirklich zum Staunen. Sehen Sie, ich glaube, wir müssen hier, wenn wir vor uns selber bestehen wollen, zu einer absoluten Ehrlichkeit kommen. Einer absoluten, uneingeschränkten Ehrlichkeit, sonst lässt sich nicht führen. Es lässt sich nicht führen, wenn, sagen wir, jeder höhere SS- und Polizeiführer, wenn jeder Divisionskommandeur, jeder Korpskommandeur so und so viel vorhält. Wenn jeder für sich 500.000 Mann zu viel beansprucht. Bedenken Sie, heute bei 17 Divisionen, wenn jeder 1000 Mann zu viel hat, ist eine Division für das deutsche Volk mehr. Wenn jeder bloß um 300 Autos in seiner Division zu viel hat, ist die Motorisierung von zwei neuen Divisionen. Das sind Dinge, die kann man nicht verantworten. Ich komme bei der Wahrhaftigkeit zu einem anderen Kapitel. Es muss im Krieg und im Frieden, vor allem aber wird das die Erziehung im Frieden beanspruchen, muss es so werden, dass wir SS-Männer keine schriftlichen Verträge mehr abschließen, sondern dass bei uns, so wie es früher üblich war, das gegebene Wort
der Handschlag den Vertrag bedeutet und dass der Handschlag eines SS-Mannes die Sicherheit, wenn es sein muss, für eine Million oder mehr ist. Es muss so werden, dass sprichwörtlich der Handschlag oder das gegebene Wort eines SS-Mannes sicherer ist wie die Hypothek auf dem größten. So muss das werden. Wenn wir Verträge schließen, dann müssen wir sie halten. Ich trete zum Beispiel bedingungslos dafür ein, wenn ich mit einem Agenten, selbst mit einem Subjekt, wenn ich mit dem einen Vertrag schließe, dann halte ich den Vertrag. Wenn ich ausschreibe, im Gouvernement, wer einen untergeschlüpften Juden, einen versteckten Juden angibt, bekommt ein Drittel von dessen Vermögen. Da kommt es sehr oft vor, dass dann der Sekretär Huber oder Untersturmführer Huber plötzlich, der sonst also Autofahrten macht und im Frieden, wenn es ging, schnell ein neues Telefon bestellt und neue Bleistifte und was weiß ich, nie spart. Dann beginnt der fürs Deutsche Reich zu sparen. Sagt dieser Jude, der hat 12.000 Mark, sagen beispielsweise. Was, dann müsste ich diesem Polen 4.000 Mark geben? Nein, spare ich für Deutschland, der kriegt 400 Mark. Dann geht also ein kleiner Mann her und bricht das gegebene Wort einer Gesamtorganisation. Das sind Dinge, die müssen unmöglich sein. Wenn wir ein Wort geben, muss gehalten werden. Wenn der Reichsführer SS für seine Organisation irgendjemanden, was jetzt am Balkan sehr oft der Fall sein kann, Schutz zusagt, muss das gehalten werden. Wir müssen einen solchen Ruf der Vertragstreue in der ganzen Welt bekommen, gerade wir in der SS, dass wir damit für Deutschland die größten Werte, nämlich Glaubens- und Vertrauenswerte, erwerben. An uns werden viele herankommen, die an offizielle Stellen nicht herankommen. Und wenn wir mit ihnen einen Vertrag schließen, dass wir sagen, gut, du bist also ein Verschwörer gegen die Gruppe, jene Gruppe, da geht ja, es geht auf dem Balkan ja immer durcheinander. Das ist ja der Segen, wenn die einig wären, wäre es ja furchtbar. Im Kaukasus geht es durcheinander, in Russland geht es durcheinander. Wir können bloß auch eine Lehre immer dafür sorgen, dass unsere von uns besetzten und beherrschten Völker niemals einig werden. Nämlich einig sind sie bloß gegen uns. Sodass sie immer uneinig bleiben. Wenn wir also einer Splittergruppe sagen, jawohl, die an uns herankommt, wir nehmen dich in unseren Schutz, dann ist es ausgeschlossen, dass irgendeiner in dieser SS oder in dieser Polizei in dem Gesamtorden hergeht und das durchbricht. Sondern dieses Wort muss heilig sein. Gerechtigkeit. Meine Herren, es kommt mir sehr darauf an, dass diese Gerechtigkeit niemals eine Buchstabengerechtigkeit, sondern eine uneingeschränkte, dem wirklichen Sinn nach ist. Nicht dem Wort oder der Form nach. Die Gerechtigkeit sehe ich vor allem auch darin. Nun komme ich zu einer Frage, die auch bei uns nicht ganz in Ordnung ist. Ich lasse mir ja, wie Sie wissen, zum Leidwesen mancher, sehr viele Gerichtssachen vorlegen. Sehr viele. Jedes Urteil gegen einen SS-Führer oder Offizier der Polizei lasse ich mir vorlegen. Und da merke ich so manchmal, ach, da haben meine Herren Offiziere wieder mal untereinander gerichtet. Sie kennen ja das Sprichwort von der Krähe, die der anderen und so weiter. Man kennt die Gewohnheit, ein Offizier tut dem anderen nicht weh. Meine Herren, Deutschland könnte in dieser Beziehung insgesamt von der Tradition der preußischen, alten preußischen Armee lernen. Eine Organisation ist so lange gesund, als sie den bedingungslosen Drang und die unumstößliche Sitte hat, sich selbst zu reinigen. Wenn also ein Korps so erzogen und so geartet ist, dass es einem sagt, du hast das begangen, das hast du selbst zu melden. Oder, wenn es schlimmer ist, du hast das begangen, du hast das zu sühnen. Das muss
der Gerechtigkeit halber bestraft werden. Du gehörst nicht in unsere Reihe herein. Oder mindestens gehörst du so nicht herein, wenn man kannst du jetzt im Krieg als gemeiner Mann wieder dienend dich wieder reinigen und wieder in die Emporarbeiten. Aber so gehörst du nicht herein. Dieser in der alten Armee unter, noch unter Wilhelm I. übliche, man kann wirklich nicht anders sagen, Drang der Reinigung der eigenen Reihen. Demgegenüber hat sich in ganz Deutschland, in allen Arten von Organisationen, ein Advokatendrang breit gemacht, wo nämlich nicht von Reinigung gar keine Rede mehr, von Ausstoßung irgendeines Subjektes gar keine Rede mehr, sondern jeder ist in dieser Gewerkschaft der Advokat des anderen. Nach dem Prinzip, man weiß nicht, vielleicht begehst du selber mal was, also bloß Vorsicht. Deckst du den, deckt er mich, ist doch eine großartige Einrichtung. Damit, meine Herren, kann man eine Zeit lang Geschichte fälschen, kann man eine Zeit lang wie ein Hochstapler weiter manipulieren. Eines Tages bricht eine solche Organisation. Wenn schwere Zeiten kommen und wenn der Druck des Schicksals kommt, bricht sie daran zusammen. Ich wünsche also, dass Sie als Gerichtsherren und Sie als das hohe Führerkorps der SS, dass Sie mir darüber wachen, dass nicht Dinge vertuscht werden. Sondern, dass wenn ein kleiner Mann und ein großer Mann in einem Prozess oder in einem Gerichtsfall auftauchen, dann wird nicht der Kleine bestraft und den Großen sagt, naja, der war nur am Rande, selbstverständlich nur, Offizier ist immer nur am Rande beteiligt in so einem Fall, sondern sagt, du hast den höheren Rang, du hast die höhere Einsicht und folglich wirst du höher und mehr bestraft. Der Kleine ist ein Mitläufer. Hätte er nämlich an seinem Vorgesetzten ein Beispiel gehabt, hätte er es nicht getan. Ich wünsche weiter noch etwas. Ich möchte klare Verantwortlichkeit. Das gehört auch zum Kapitel Wahrhaftigkeit. Mir wird es immer ganz übel, wenn ich so höre von, wer hat das entschieden? Ah, das so und so Ministerium. Ja, wer ist denn der Herr Ministerium? Oder, wer hat das entschieden? Ja, der so und so Hauptamt. Mich interessiert, ich bin nun mal so neugierig geboren, welcher Untersturmführer, Obersturmführer, Hauptsturmanführer, wer in dem Hauptamt? Ist das der Herr Mayer, der Herr Huber? Es gibt nämlich sehr viele, die sagen, ich habe einen prima Chef. Mein Hauptamtschef, mein höheres Essen war, ist ja ein prima Mann, der hat so die Gewohnheit, anständig wie er ist, der deckt seine Untergebenen. Und dann sind so kleine Wichte dann ungeheuer tapfer auf dem Buckel ihrer Vorgesetzten. Sagen, mein Alter, der tritt da schon in Kraft, für mich als schwerer Tiger, tritt er da ins Gefecht und verteidigt mich dann beim Reichsführer. Es hat also das so und so Hauptamt, hat das und das entschieden. Nein, meine Herren, mich interessiert, ob das der Sturmanführer Meier oder Lehmann in dem Hauptamt war. Wenn die Entscheidung richtig ist, kann der Mann ja nur stolz sein, dass er nicht anonym da irgendwo im Hintergrund ist, denn wir wollen ja gar nicht, dass also nur wir Großen immer uns die Federn da anstecken, sonst wäre der kleine Mann. Außerdem hat das auch eine wirklich sehr positive Seite. Sie werden manchmal, Sie und ich, wir werden manchmal auf irgendeinen, der bisher nicht an das Rampenlicht gekommen ist, der nicht auffiel durch seine Tüchtigkeit, wenn wir an manche herankommen und sagen, Donnerwetter, fabelhaft gesehen, der Mann. Der Bericht von einer prägnanten Kürze, der muss einen Mordsüberblick haben. Den Mann sehe ich mir mal an. Dann werden wir manchen Kopf, den wir wirklich in unseren Reihen reichlich haben werden, den werden wir dadurch entdecken und wir werden froh sein, dass man dann einem Talent, vielleicht manchmal einem Genie, den Weg öffnen kann. Andersrum aber ist dieser Entschluss oder diese Entscheidung falsch, dann wünsche ich nicht, dass aus lauter
Ritterlichkeit, der betreffende höhere Kommandeur dann diesen kleinen Unsinn deckt und dann vielleicht in manchen Fall mit seinem Kameraden von dem anderen Oberabschnitt oder mit seinem Kameraden von einem anderen Hauptamt einen Mordskampf aufführt, weil er sagt, Kompetenz ist ganz wurscht, wenn es auch ein Unsinn ist, aber mein Hauptamt hat den Unsinn gemacht. Feurig wird der verteidigt. Ich wünsche auch, meine Herren, auch wenn es anderen Dienststellen gegenüber ist, das glaube ich, kann ich von mir sagen, da gehe ich wirklich mit gutem Beispiel voran. Wenn ich Unrecht habe, dann sage ich, dass ich Unrecht gehabt habe. Herrgott, so klein darf doch unsere Autorität nicht sein, dass wir das nicht eingestehen können. Wir haben alle so wahnsinnig viel zu arbeiten, dass bei Hunderten von Entscheidungen ein gewisser Prozentsatz unrichtiger, nicht ganz durchdachter, nicht zu Ende gekochter Entscheidungen da sein wird. Das ist menschlich. Aber mir ist lieber, es wird entschieden, es wird gehandelt, als es macht eine laute, 5 ganz richtige Entscheidungen, während ein anderer 100 Entscheidungen macht und ihnen nur 5 falsch sind, aber 95 richtig. Allerdings, das kann passieren. Also gestehe ich doch das ein, verfechte doch nicht für Deutschland einen Unsinn weiter, sondern sage, jawohl, haben wir uns geirrt, das ist falsch, das wird gebessert. Oder wird ohne irgendeinen Ansehensverlust, wird das zurückgenommen. Ich möchte aber, dass bei uns, und da wollen wir ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, ich habe das ja auch im Ministerium angeordnet, es soll der Einzelne namentlich, wir sind ja keine Aktiengesellschaft, das hat sich so durch die Juden so eingebürgert, dass also die GmbH so und so, die macht was, und die AG, kein Mensch weiß, wer ist Herr AG, wer ist denn das, welcher Jud steckt dahinter? Und ich wünsche kein Herrenministerium, sondern ich wünsche Regierungsräte, Oberregierungsräte, Sekretäre und so weiter. Und bei uns wünsche ich SS-Führer, Untersturmführer, wenn er klug ist, gerne, Standartenführer. Aber die möchte ich gerne mal namentlich kennen und das bitte führen wir mal ein. Anonymitäten, die wollen wir ausschalten. Klare Verantwortung und das, was ich tue, verantworte ich. Dazu müssen wir schon den kleinsten Unterscharführer erziehen, erst recht die höhere Führerschaft. Ich komme zu einem fünften Punkt. Heiligkeit des Eigentums, Ehrlichkeit, Redlichkeit. Ich muss sagen, das ist ein Fragenkomplex, der in Deutschland sehr betrüblich ist. Wir sind, wenn ich jetzt das in dem geschlossenen Saal sage, so ist es für diesen kleinen Kreis bestimmt, wir sind ein sehr korruptes Volk geworden. Ein absolut, sprechen wir es ruhig, deutlich aus, ein korruptes, verstohlenes Volk. Dabei dürfen wir müssen das erkennen, das braucht man aber auch nun nicht wieder ganz tief, weltschmerzlich, tragisch nehmen. Viele sagen, ja, sehen Sie mal, die Finnen, das ist ein ehrliches Volk. Jawohl. Wenn Sie warum die ehrlich sind, auch nicht deswegen, nur aber aus lauter Lauterkeit und aus lauter, also fantastischen inneren Anlagen, sondern die hatten Gesetze, wo den Leuten 300 Jahre hindurch, wenn einer eine Finnmark oder was stahl, die Hand abgehackt wurde. Das tat so weh und war so unangenehm, dass allmählich das Volk ehrlich wurde. Neben der Erziehung. Wir werden das nun nicht machen, aber meine Herren, wir müssen uns darüber klar sein. Immer zunächst beginnen bei uns selbst. Wenn wir nicht jedem Anfang einer Korruption in unseren Reihen bedingungslos, uneingeschränkt, ohne Wenn und Aber entgegentreten, sie barbarisch verfolgen, einen Mann degradieren, aus Amt und Würden bringen, ihn bloßstellen vor seinen Untergebenen, dann werden wir diese festgenannte Korruption, auch in unseren Reihen, sie ist doch nicht schlimm, aber dann werden wir diese Pest nicht, dieser Pest nicht Herr werden. Dabei ist das, was eigentlich Korruption ist, bei uns in unseren SS-Reihen nicht schlimm. Die kleinen Dinge, also mal etwas organisieren, einmal dort, nehmen Sie mal den ganzen Osten.
alle die Dinge, an die man nicht mehr denkt. Wenn, also die, irgendeine Familie wohnt im Osten. Nun hat man Arbeitspersonal in reichen Mengen. Man holt sich den Russen, man holt sich den Russen, die Russin und so weiter. Ist ja herrlich, ist ja wunderbar. Frau Gemahlin kocht nicht mehr, tut nichts mehr. Kein Teppich wird mehr geklopft. Wozu? Wir sind doch ein Herrenvolk. Wer zahlt denn die Russen? Sie, wären die nicht besser angewendet, wenn man sie in eine Munitionsfabrik stecken würde? Früher war das, ich meine, in einer Übergangszeit, wie die Konzentrationslager in einem Vakuum waren, bis Obergruppen für Pol sie bekam. Eike war ja ins Feld gegangen. Die Befehlsverhältnisse waren keine klaren. Man konnte sich nicht richtig drum kümmern. Da war es ja auch in den Konzentrationslagern. Die ganzen Familien, die hatten da einen Häftling, dort einen Häftling. Da war einer, die hatten auf einmal neue Möbel und was weiß ich was alles. Wir haben hier noch Restbestände an alten Fällen. Und diese Restbestände, die werden wir gerichtlich klären bis zum letzten Punkt. Gnadenlos, aber ohne jede Gnade. Denn auch solche Dinge, auch die Arbeitskraft beanspruchen, ist ein Diebstahl. Wenn sie einem nicht zusteht, wenn sie nicht lebensnotwendig ist. Heute kann 100 Mann an falschen Stellen, bloß für solche Bequemlichkeiten angewendet, können. Sind ein Verlust für die Rüstung. Darüber hinaus aber ist selbstverständlich diese ganze Frage des Besorgens. Ich weiß, das ist ein absoluter Notstand. Seit dem Jahr 36, 37 haben wir nicht alle Bedarfswaren, die das menschliche Herz begehrt und die man gerne hat, ob es sich um Seide handelt, ob es sich um Strümpfe handelt, Schokolade, Kaffee und so weiter. Was eben das menschliche Herz gerne hat, die haben wir nicht in Deutschland in genügender Menge. Damit kommen unklare Verhältnisse. Wir wollen hier keine Scharfrichter sein. Kommen unklare Verhältnisse, kann man das kaufen, kann man es nicht kaufen, kann man es seinen Überpreis kaufen in Frankreich, in Belgien oder sonst irgendwo. Das sind die Dinge, die selbstverständlich die Erziehung schwer machen. Deswegen rühre ich auch diese strittigen Fragen, wo mancher sich gar nichts Böses dabei denkt. Die rühre ich jetzt in der Notzeit nicht an. Ich kündige bloß heute schon an, dass in dem Augenblick, wo wir normale Verhältnisse bekommen in Deutschland, nach dem Krieg, ich in den Dingen den allerschärfsten Maßstab, der überhaupt denkbar ist, anlegen lasse. Wenn wir das dann 20 Friedensjahre hindurch tun, werden wir der Zukunft eine tadellose Auffassung der Erziehung in all diesen Fragen mitgeben. Eins möchte ich hier noch erwähnen. Es ist in meinen Augen selbstverständlich, dass je älter der alte Kämpfer ist, je länger er für die Bewegung gekämpft hat, dass er umso mehr verpflichtet ist, sich anständig aufzuführen. In allen Dingen. Wenn mir dann einer kommt und sagt, ja, das ist doch ein alter Kämpfer, dann muss ich sagen, Herr, erlauben Sie, haben wir deswegen eigentlich für dieses Dritte Reich gekämpft, dass es dann selber mit dem Mittel und mit der Axt totschlagen, dieses Dritte Reich, dass ihr selber den Respekt, den das Volk vor uns hatte, noch habt, dass wir den Respekt selber gewaltsam umbringen? Gerade der alte Nazi, wenn sich verfehlt, wird herangekriegt und büßt, sühnt oder, wenn die Fälle ganz schlimm sind, sühnt er mit seinem Leben. Da können wir nicht Rücksicht nehmen, wenn wir einen zur Strafe bringen und den anderen das mitteilen, retten wir 99 andere. Wenn wir aber einen das durch die Finger sehen, sagen, alter Nazi, alter SS-Führer, Führer kann man doch nicht verurteilen, dann werden die nächsten 99 in demselben Fall schuldig. Und allmählich erstickt eine ganze Organisation daran. Kameradschaft. Kameradschaft wird ebenfalls sehr oft ausgesprochen. Sie ist im Ganzen bei uns sehr gut, besonders bei der Fronttruppe. Ich möchte Sie aber gerade, wenn ich von Kameradschaft spreche, um eines bitten.
Vermeiden Sie im ganzen Führerkorps, vermeiden Sie unter sich jeden Streit. Streit ist unfruchtbar. Meinungsverschiedenheiten sind fruchtbar, wenn sie sachlich ausgetragen werden. Streit, Zank, Verärgerung, Stunk sind unfruchtbar und lähmen die Arbeitskraft. Sie kosten Nerven, die wir dem Vaterlande schuldig sind, Nervenkraft, die wir für andere Dinge verbrauchen müssen, nämlich für die Pflicht, und sind negativ. Ich darf vielleicht auch eine Bitte hier aussprechen. Dass Streit zwischen höheren Führern ja meistens auf meinem Rücken ausgetragen wird. In manchen Fällen spielt dann der Reichsführer SS, der spielt dann den Briefboten, weil die beiden Herren ja nicht miteinander verkehren können. Dann schreibt der dem Reichsführer einen Brief, der andere schreibt einen Brief. Und der Reichsführer hat dann die Aufgabe, dem Herrn was zu schreiben, dem und so weiter. Es wäre eine Portoersparnis, es wäre einfach und würde mir auch mehr Zeit sparen, wenn die Herren das gleich miteinander täten. Sich zusammensetzen würden, in vielen, allermeisten Fällen ist es so, wenn eine Aussprache stattfindet, man sich die Zeit dazu nimmt, kommen die Dinge aus der Welt. Wenn man sich die Zeit nicht nimmt, sagt er, ich habe eben keine Zeit, ich kann den Nachmittag, ich kann mit dem nicht zusammenkommen. Außerdem, schwierige Frage, kommt der zu mir, komme ich zu ihm, treffen uns an einem neutralen Platz, am besten an irgendeiner Eiche oder sonst wo, nicht wahr? Ja, nein, darüber kann man sich nicht einigen, sind doch Prestigefragen, Mensch hat doch einen Prestige, besonders wenn es um seine eigene Person geht, und dann spricht man sich nicht aus. Sich aber dann viele Wochen, Monate, Jahre dann Briefe zu schreiben, sich jedes Mal zu ärgern, drauf zu warten, bis der andere wieder was macht, dann kommt so irgendein kleiner Wicht, der sagt, ich habe eine prima Nummer bei meinem Alten, wenn ich jetzt sage, der andere war wieder böse. Dann sagt er, das ist ein Vertreter meiner Interessen, das ist ein braver Untersturmführer, das ist so der Richtige. Ich möchte Ihnen etwas sagen, hüte man sich vor diesen, vor solchen Untergebenen, hüte man sich vor solchen Begleitern. Hüten Sie sich überhaupt vor jedem oder hüten wir uns insgesamt vor all den Menschen, die Streit anfachen und nicht innerhalb von deutschen Menschen zur Versöhnung reden. Alle die da billige Lorbeeren als besonders tapfere Vertreter ihres Ministeriums, ihres Referates, ihrer Abteilung, da Lorbeeren ernten, das sind Leute, die würde man am allerbesten ganz schnell aus dem Amt heraustun, wegen Streitsucht und charakterlicher Unzulänglichkeit. Diese Dinge wollen wir auch, das möchte ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen, die wollen wir aus unserem gesamten Führerkorps möglichst ausmerzen. Verantwortungsfreudigkeit, darüber habe ich, das habe ich schon gestreift. In diesem Krieg werden Situationen kommen, wo wir eine ungeheure Verantwortungsfreudigkeit haben müssen. Nicht, was ich vorher sagte, dass die Verantwortung klar sein muss, die einzelne Person dahinter stehen muss und nicht eine Anonymität. Ich meine jetzt den anderen Teil der Verantwortung, nämlich die Freudigkeit, eine Verantwortung zu übernehmen. Auch, meine Herren, wenn einen das gerade nichts angeht. Ich möchte hier etwas noch sagen, das ist die berühmte Frage der Kompetenzen. Unser Freund Obergruppenführer Wolf, der hat in Italien jetzt etwas mit den dortigen Dienststellen etwas Wunderbares eingeführt, weil Italiener sagt, kompetent ist der, der was erreicht. Das ist nämlich richtig. Es gibt nämlich Männer, die sagen, lieber erreichen wir etwas nicht. Ich bin zwar zuständig dafür, ich kann aber mit dem Verhandlungspartner, der mag mich nicht, mir schlägt das ab. Ein anderer Verhandlungspartner, der ist zwar nicht kompetent, der würde das erreichen, nämlich der ist, glaube ich, befreundet mit dem. Der darf nicht verhandeln. Lieber erreicht er etwas nicht von dem kompetenten Mann, als das von einem unkompetenten Mann erreicht wird. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, wie ich das meine. Sehen Sie, hier müssen wir großzügig bis dort hinaus sein. Die Hauptsache ist, es wird etwas erreicht. Die Hauptsache ist, ja auch draußen, eine Höhe, die maßgeblich ist, wird genommen. Ob nun dafür die 995. Division zuständig ist oder die 998.
Sondern die Hauptsache, es wird genommen und dann kann man sagen, schön, dann nehmt ihr, sie gehört in euren Streifen rein, wir haben es euch erobert, jetzt nehmt sie, seid so freundlich, behaltet sie, lasst sie nicht gleich wieder her, damit wir sie nicht nochmal nehmen müssen. Aber was für Deutschland, was für die SS notwendig ist zu erreichen, wer es erreichen kann und wer es durchsetzen kann, der hat es durchzusetzen und hat hier verantwortungsfreudig bis zum allerletzten zu sein. Vom Fleiß möchte ich auch ein Wort sprechen. Bringen wir all unseren Männern etwas bei, heute im Krieg, später im Frieden, dass Arbeit nicht schändet. Es ist ja sehr vielfach der Fall, dass in dem Moment, wo einer, sagen wir mal, unter Scharführer ist, kann er selbstverständlich keinen Koffer tragen. Oder er kann das oder jenes, er kann nur zur Beaufsichtigung dort stehen. Das ist nun mal so. Es ist natürlich auch viel, zum Beispiel viel besser, wenn ein Führer mit seiner Frau geht. Er kann in Uniform doch kein Paket tragen, das muss nicht die Frau. Wir sind ja so fast wie im Orient ist das. Ne, wo haben, vielleicht führen wir noch einmal ein, dass die dann drei Schritte hinter ihm gehen muss und das Paket tragen. Das sind ganz uralte, ganz regelrechte Ansichten. Ich möchte die bei uns nicht eingebürgert wissen und möchte eine Devise einmal für uns ausgeben, dass für Männer und Frauen dieses Ordens, dieser Sittengemeinschaft der SS, Arbeit, Arbeit, Arbeit groß geschrieben ist, dass keine Arbeit, die für Deutschland ist, sei sie mit Hack und Spaten oder sei sie mit der Feder, sei sie in der Landwirtschaft, sei sie in einer Wohnung, sei sie in einer Werkstatt, sei es mit dem Schwert, sei es mit dem Pflug, keine Arbeit schändet. Und ich möchte heute schon voraussagen, ich bin der ketzerischen Ansicht, dass wir Gott sei Dank nach dem Krieg ein armes Volk sein werden. Ich finde das geradezu beglückend. Nämlich, wenn wir reich und wohlhabend wären, wäre es mit uns wahrscheinlich nicht zum Aushalten. Wir würden uns vor lauter Großkotzigkeit würden wir uns überschlagen. Wir würden vor Größenwahn nicht wissen, wohin. Sondern ich hoffe und glaube, ich glaube es wirklich aus Überzeugung, weil der Krieg sehr viel Geld kostet, was wir ja alles aus uns heraus finanzieren. Ich glaube, wir werden ein armes Volk sein. Damit werden wir zur Arbeit wiederkommen. Wir müssen bloß verhindern, dass dann jeder sagt, Dienstmädchen, nein, kann ein Deutscher nicht. Da muss eine Fremde her. Dass wir dann wie die alten Römer selig uns ein Sklavenvolk anschaffen und mit denen uns dann rassisch verderben. Alles große Fragen, die mich heute schon viel, viel mehr manchmal drücken und viel, viel mehr mich bewegen, wie manche Frage in diesem Krieg. Den Krieg müssen wir bis zu Ende durchstehen, wir gewinnen ihn ja. Wir brauchen bloß keine Fehler machen. Die anderen Fragen, den Frieden zu gewinnen, das Volk wieder einzufangen, es entspannen zu lassen nach dem Krieg, aber dann sofort wieder an die Arbeit zu bringen, es zu erziehen, das wird manchmal viel, viel schwerer sein. Ich glaube, wie gesagt, das Ende des Krieges wird ein nicht verarmtes, aber armes deutsches Volk sehen, das sehr viel zahlen muss, sehr viel arbeiten muss. Und ich hoffe, dass wir dann nicht die Gelegenheit haben, so reich zu sein, dass wir nur Fleisch fressen, bis uns die Zähne ausfallen und ähnliche Ernährungstorheiten machen, sondern dass alle die Dinge durch das Leben geregelt werden. Ebenso wie ich glaube, dass aus dem Unheil des Bombenkrieges doch eine Auflockerung der Großstädte kommt und wir vom gütigen Herrgott etwas auf das Land hinausgetrieben werden. Und mancher sagt, na, auf dem Land ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe eine Ziege, der andere hat ein Schwein, das sind sehr reelle Grundlagen. Wir haben ein paar Kartoffeln und außerdem kriegen wir nicht so viel aufs Dach. Ist für die nächste Zukunft auch ganz gut. Das Geld, um die Städte abzureißen, hätten wir nie aufwenden können. Jetzt hat das Schicksal sie abgerissen und wir werden sie dann wahrscheinlich vernünftig und aufgelockert aufbauen. Ich glaube, wenn wir das rechtzeitig erkennen und von vornherein mit der Erziehung, überall, wo sie als Kommandeure das entdecken, eingreifen und wirklich alle diese, ich muss schon sagen, militärisch-spielerischen Untugen, dass eben ein Unterscharführer nicht arbeiten kann, dass er das nicht kann,
Das geht ja so weit bei unseren Divisionen, Gott sei Dank nicht, dass der Soldat sich nicht eingräbt. Ein Herrenvolk gräbt eben nicht. Es lässt sich totschießen. Ja? Aber es gräbt nicht. Ring, dass alle diese Dinge bei uns möglichst radikal ausgerottet und abgewöhnt werden. Alkohol, das wissen Sie, und da glaube ich, brauchen wir kein Wort darüber zu verlieren. Wir können es uns nicht leisten, bei den Hunderttausenden von Menschen, die wir durch den Krieg verlieren, moralisch nun Menschen zu verlieren, die sich im Alkohol verlieren und daran kaputt gehen. Auch hier ist die größte Strenge die beste Kameradschaft, die Sie Ihren Untergebenen widmen können. Die größte und unbarmherzigste Strenge. Dinge, die im Alkohol geschehen, werden doppelt so hoch bestraft. Führer, die Alkoholsaufereien zulassen, wenn die Untergebenen einer Kompanie das machen, strafe ich den Kompaniechef mit. Ich darf bitten, dass das überall so durchgeführt wird. Nun die praktischen Aufgaben. Und damit komme ich zum Schluss. Die praktischen Aufgaben, ich sagte Ihnen schon, wenn ich bei mir anfange, die Aufgaben, die ich im Reichsministerium des Innern sehe, Stärkung der Reichsgewalt und Sicherung der Stimmung und Sicherung der Haltung im Innern. Für uns auf dem Gebiet der Waffen-SS, Neuaufstellungen, Ausbildung von Führern und Unterführern im rechten Maß. Denn ich sehe etwas kommen, dass wir mehr und mehr in fremde Volkstümer hereingreifen müssen, hereingreifen werden und dafür dann Führer und Unterführer brauchen. Diese Neuaufstellungen, die werden im ersten Teil in der Gewinnung der Menschen eine Aufgabe des SS-Hauptamtes sein, im zweiten Teil in der Aufstellung, Ausbildung, Ausrüstung eine Aufgabe des Führungshauptamtes. Vermehrung, ein weiteres Kapitel, das trifft vor allem unseren Obergruppenführer Polen, noch Vermehrung, Verstärkung unserer Rüstungsarbeiten und Rüstungsbestrebungen. Die Ordnungspolizei, Auskämmung im Osten, denn hier werden durch die Verminderung des Gebietes, auch wenn wir das jetzige Gebiet stärker belegen, mindestens Kräfte an Gendarmerie und Kräfte an Stäben frei. Gnade und bedingungsloses Auskämmen, es werden viele weinen, das macht aber nichts, geweint wird sehr viel. Damit können wir wieder Kräfte sparen, denn wir brauchen in diesem unruhigen Europa da und dort Eingreifreserven. Die Arbeitersicherheitspolizei wird an Bedeutung zunehmen, denn der Nerven- und psychologische Krieg wird im 5. und 6. Kriegsjahr seine Höhe erreichen. Für die höhere SS- und Polizeiführer sehe ich an praktischen Aufgaben vor allem einen Auftrag. Der gilt nun zugleich für die Hauptamtschefs und für die höheren SS- und Polizeiführer. Der höhere SS- und Polizeiführer ist für mich der Vertreter des Reichsführers SS in seinem Gebiet. Wehe, wenn die SS und Polizei auseinanderfiele oder wenn die Hauptämter in falsch verstandenen Vertretung ihrer Aufgaben, die gut gemeint ist, sagen würden, hier, es gibt eine Sparte, noch eine Sparte, noch eine Sparte, noch eine Sparte. Ich habe einen Befehlsweg bis nach unten. Ich habe einen bis nach unten. Ich habe einen. Das würde, ich muss wirklich sagen, ich glaube, an dem Tag, wo mich einer über den Haufen schießt, das Ende der SS sein. Es muss so sein und muss so werden, dass auch der 10. Reichsführer SS diesen Orden SS mit seinen Sparten, Gesamtgrundlage allgemein SS, Waffen-SS, Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei, die ganze Wirtschaftsverwaltung, die Schulung, weltanschauliche Erziehung, die ganze Sippenpflege, dass das ein Block, ein Chor, ein Orden ist.
Wehe, wenn wir das nicht zusammenbringen. Wehe, wenn die einzelnen Hauptämter, die einzelnen Chefs ihre Aufgabe hier falsch sehen würden. Sie glaubten nämlich dann, etwas Gutes zu tun, und sie würden einen Spatenstich zum Ende tun. Wir sind gut vorangekommen auf dem Weg der Zusammenschmelzung. Den harten Kämpfen ist aus den verschiedenen Divisionen, den verschiedenen Teilen, aus denen die Waffen-SS sich bildete, Leibstandarte, Verfügungstruppe, Totenkopfverbände, dann germanische SS, ist jetzt gerade in diesem Jahr in den bittersten Stunden und bittersten Kämpfen die Waffen-SS zusammengeschmolzen. Wie jetzt unsere Divisionen, Reich, Totenkopf, Kavallerie-Division, Viking, beisammen waren, da wusste gerade in den letzten Wochen jeder, neben mir ist Viking, neben mir ist Reich, neben mir ist Totenkopf. Gott sei Dank, da kann uns nichts passieren. Und so wie es innerhalb der Waffen-SS warten sein musste, so ist nun allmählich das Zusammenschmelzen von Ordnungs- und Sicherheitspolizei, allgemeine SS, Waffen-SS. Es geschieht auf dem Gebiet der Personalien, auf dem Gebiet der Ergänzung, auf dem Gebiet der Schulung, auf dem Gebiet der Wirtschaft, auf dem Gebiet des Ärztewesens. Ich tue hier immer etwas dazu. Immer wieder wird ein Band herumgeschlungen, um dieses Bündel Teile, um das zusammenwachsen zu lassen, bis ein Baum daraus wird. Wehe, wenn das einmal sich lösen würde, dann würde alles, seien Sie überzeugt, in kurzer Generation und in weniger Zeit in eine alte Bedeutungslosigkeit zurücksinken. Man könnte sagen, es wäre nicht schade, wenn es eben nicht lebenswert ist, soll es aufhören. Das ist richtig. Ich möchte auch nie etwas erhalten wissen, auch wenn es unsere und so teure SS ist, wenn es nicht lebenswert ist. Ich glaube bloß, dass es wir vor Deutschland und vor Germanien nicht verantworten könnten. Denn dieses germanische Reich braucht diesen Orden der SS. Mindestens für die nächsten Jahrhunderte. Dann wird sicherlich in Hunderten, in 1000, in 2000 Jahren, wird einmal eine andere Form wieder gefunden werden, wenn wir zu Ende sind. Wird irgendein Recht mit ein paar Grundgedanken von uns, der wird sich durchretten, durchhalten, und aus dem wird wieder ein Pflänzlein entstehen. Genau wie wir aus der Germanenzeit, aus Ritterzeit, aus Feenorganisation, aus der preußischen Armee da und dort eine Fackel Lichtes übernommen haben und nun die Träger sind und daraus ein großes Licht angezündet haben. Genauso wird das später sein. Heute, glaube ich, könnten wir es uns nicht leisten, dass dieser SS etwas zustieße. Und deswegen lege ich Ihnen allen ans Herz, Ihnen, meine Hauptamtschefs, meinen höheren SS- und Polizeiführern, diesem ganzen Gruppenführerkorps, der höchsten Stufe dieser Hierarchie, dieses Ordens der SS, seht immer das Ganze, seht immer den Gesamtorden, seht niemals eure Sparte, seht niemals euren Oberabschnitt, sondern seht immer die SS, darüber das germanische Reich und darüber unseren Führer, der dieses Reich geschaffen hat und schafft. Die Einigkeit, die in Deutschland wichtiger denn je ist, auch wenn wir uns über den oder jenen einmal ärgern mögen, die möge uns heiliges Gebot sein. Die restlose Einigkeit mit der Partei, mit allen Institutionen der Partei, erfreulicherweise auch heute mit der SA, der neue Stabschef Scheppmann sieht auch auf seiner Seite das als seine wichtigste Aufgabe an, zwischen diesen alten Gliederungen der Partei Friede und Eintracht herzustellen. Die Einigkeit mit der Wehrmacht. Wir wissen, dass wir
als politische Soldaten dort drüben, in den verschiedenen Teilen der Wehrmacht. Manches veraltet, nicht schön, nicht richtig finden. Sehen Sie immer das Positive und sehen Sie eine Aufgabe, Menschen zu gewinnen, um Prediger zu sein. Sehen Sie nicht primär das Negative, was Ihnen nicht gefällt, sondern versuchen Sie die Menschen, die vielfach danach dürsten, etwas zu hören. Über den Sinn dieses Krieges und die Aufgabe, die Sie haben, über die ganzen Rassefragen, wo wir sagen können, wir sind so glücklich, das alles zu wissen. Deswegen haben wir die Festigkeit, deswegen sind wir krisenfest. Geben Sie sich die Mühe, das zu vermitteln und das weiter zu verbreiten. Jeden Kompaniechef, den Sie diese Gedanken von uns vermitteln, den machen Sie fest und dessen Kompanie machen Sie fest. Jeden Divisionskommandeur, den Sie nicht abstoßen oder beleidigen, sondern den Sie dafür gewinnen, der wird ein bedingungsloser, harter Kämpfer dieses Krieges sein. Und er führt 15.000 oder 20.000 Mann. Seine Front wird dann halten, denn das Herz hält die Front. Nicht der Leib und nicht das Gewehr, nicht die Kanone, das Herz muss die Kanone bedienen. Für den nächsten Ring einen Punkt will ich auch noch erwähnen. Wir haben bereits sehr stark ausgekämpft. Wo wir noch einen Mann entbehren können, wollen wir ihn heraustun. Ich habe nach langen Zögern und langen Versuchen, habe ich zugestimmt, dass der Obergruppenführer Sachs, der mit diesem Plan an mich herantrat, eine Schule in Oberenheim, nämlich eine SS-Helferinnen, Kriegshelferinnen und Helferinnen-Schule aufgemacht hat. Ich muss sagen, auch diese jüngste Institution der SS ist bis jetzt erfreulich angelaufen, erfreulich geworden. Ich habe es mir hier zur Aufgabe gesetzt, wir müssen doch zu einer Form kommen können, die weder Kommiss noch Belustigungsinstitution ist. Es muss doch dem deutschen Volk mit all seinen Werten doch gelingen, eine ähnliche Institution ins Leben zu rufen, wie die Finnen es mit ihren Lottas ins Leben gerufen haben. Was man nicht durch Zwang, auch nicht durch Zapfenstreich, Ausgehverbot und was weiß ich sonst für Verbote erreichen kann, sondern durch Ehre. Durch Erwachrufen des Ehrgefühls, durch Aussuchen dieser Mädchen, dass wirklich die Wertvollsten hereinkommen. Hier, meine Herren, Obergruppenführer und Gruppenführer, sehe ich Ihre Aufgabe, dass jeder von Ihnen, so wie wir früher Männer für die Waffen-SS geworben haben, Junker für unsere Führerlaufbahn, dass jeder von Ihnen sich bemüht, das oder jenes wertvolle junge Mädel aus seiner Bekanntschaft, aus seiner Verwandtschaft hier hereinzuschicken. So wie es unser Kamerad und Freund Waldeck vorbildlich mit seiner Tochter und jetzt auch mit seiner zweiten Tochter getan hat und tun wird. Das bitte ich und muss sagen, der beste Oberabschnitt, der hier mitgeholfen hat, ist der Oberabschnitt von Hoffmann in Südwesten. Wir erreichen nämlich damit eins, jedes Mädchen, das wir einstellen können, wird einen Mann ersetzen. Der oder jene Unfug, der bei den einzelnen Dienststellen stur, wie nun einmal Soldaten und SS-Männer sind, dann angefangen wird. An einer Dienststelle wurde zum Beispiel jetzt, hat ein Kommandeur gesagt, ich lasse nun SS-Männer durch diese Mädchen im Nachrichtendienst als Nachrichtenhelfer ausbilden und dann schicke ich die Mädchen weg, nämlich ich will keine Mädchen bei mir. Das ist natürlich nicht ganz der Sinn, sondern der Sinn ist ja umgekehrt, dass wir nämlich Mädchen hintun und die Männer raustun. Aber das wird sich zurechtziehen. Insgesamt glaube ich, wird es sich gut einleben und ich bitte hier, dass Sie Ihre ganze Ritterlichkeit, den ganzen Gerechtigkeitssinn, die ganze Fürsorge diesen Mädels angedeihen lassen und dass Sie bei aller Großzügigkeit, die wirklich sonst in unseren Reihen offen gelassen ist, dafür sorgen, dass diese Institution tabu ist. Hier verstehe ich keinen Spaß.
Denn das sollen die Töchter, das sind die Töchter von uns, das sind die Schwestern von vielen SS-Männern, und das sollen Bräute und Frauen für unsere jungen SS-Männer und Führer in der Zukunft sein. Ich sagte den Mädels, wie ich einmal bei ihnen war, es darf nicht so sein, dass ein Mann, der so ein Mädchen heiraten will, dann erfährt, ja, die war Helferin. Sagt, um Gottes Willen, kommt gar nicht in Frage. Sondern es muss so sein, dass ein Mann, der ein Mädel heiraten will, wenn der erfährt, die war SS-Helferin, dann sagt, die kann ich heiraten, die ist in Ordnung. So muss das sein, so müssen die Mädchen sich halten und so müsst ihr Kommandeure dafür sorgen. Und in euren eigenen, bei euren eigenen Untergebenen das durchsetzen. Die allernächste Zukunft wird, glaube ich, sehr schwere Belastungen bringen. Wir werden einen harten Winter, ein hartes Frühjahr vor uns haben. Der Ansturm im Osten wird ein unerhörter bitterer sein. Der Partisanenkrieg wird zunehmen. Sobald es irgendwie die Witterung erlaubt, werden Landung- und Luftangriffe von Seiten der Engländer und der Amerikaner ebenfalls zunehmen. In diesem Winter wird es aufstehen, stehen, glauben, zurückschlagen, kämpfen, niemals nachgeben, darauf wird es ankommen. Insgesamt müssen wir eine Erkenntnis, was das Ende und das Gewinnen eines Krieges anlangt, in uns aufnehmen. Ein Krieg muss geistig, willensmäßig, seelisch gewonnen werden. Dann ist die körperliche, leibliche, materielle Gewinnung nur eine Folgeerscheinung. Nur derjenige, der kapituliert, der also sagt, ich habe den Glauben und den Willen zum Widerstand nicht mehr, der verliert. Der legt nämlich die Waffe nieder. Derjenige, der stur bis zum Letzten, bis eine Stunde nach Friedensschluss spricht und steht, der hat gewonnen. Und hier wollen wir unseren ganzen Dickkopf, den wir haben, durch den wir uns absolut auszeichnen, unsere ganze Zähigkeit, Hartnäckigkeit und Sturheit, die wollen wir hier einmal hinstellen. Wir wollen einmal den Engländern, Amerikanern und den russischen Untermenschen, den wollen wir zeigen, wir sind härter. Wir, gerade wir, die SS, wir werden diejenigen sein, die immer stehen. Wir werden auch diejenigen sein, die auch im 5. und 6. Kriegsjahr mit guter Stimmung, nicht mit Leichenvitamine, die mit Humor, die mit Willen und Auftrieb immer wieder antreten, wann die Gelegenheit zum Antreten gegeben ist. Wenn wir das tun, dann werden so und so viele ein Beispiel sich an uns nehmen und werden es auch tun. Letzten Endes müssen wir alle den Willen haben. Wir haben ihn. Wenn an irgendeiner Stelle einer nicht mehr mittun will in Deutschland, das könnte einmal bei einer Belastung kommen, dann wird der kühl und nüchtern umgebracht. Lieber stellen wir so und so viele an die Wand, als dass an irgendeiner Stelle ein Bruch entsteht. Wenn wir seelisch, willensmäßig, geistig in Ordnung sind, dann werden wir diesen Krieg nach den Gesetzen der Geschichte und nach den Gesetzen der Natur als höherer menschlicher Wert, als höherer rassischer Wert, als höherer und kräftiger Wert in dieser Natur werden wir ihn gewinnen. Dann, wenn der Krieg gewonnen ist, dann sagte ich Ihnen schon, dann beginnt unsere Arbeit. Ich sage Ihnen heute schon voraus, denn ich weiß nicht, wann der Krieg zu Ende ist. Das kann einmal plötzlich sein, das kann lang dauern, das wissen wir nicht. Das sehen wir ja dann. Ich sage Ihnen heute schon voraus, wenn da plötzlich einmal Waffenstillstand und Friede ausbricht,
stellen Sie auch alle Ihre Kommandeure, Ihre Chefs, Ihre SS-Führer, alle drauf ein. Dann glaube ja niemand, dass er nun in den Schlaf des Gerechten verfallen kann. Dann, meine Herren, werden wir erst munter werden. Nämlich dann verfallen so und so viele andere in diesen Schlaf. Ich werde die ganze SS so wecken, so prima wach halten, dann wird sofort an den Aufbau in Deutschland der allgemeine SS wieder gegangen. Dann wird sofort die germanische Arbeit, die dann nämlich, dann ist die Ernte in die Scheuer einzufahren, dann wird die begonnen. Dann werden wir sofort dort die Jahrgänge durch Gesetz einziehen. Dann werden wir sofort unsere ganzen Verbände der Waffen-SS in allerbeste Form bringen. In allerbeste, in Ausrüstung, in Ausbildung. Dann wird weiter geübt in diesem ersten halben Jahr nach dem Krieg, als ob am nächsten Tag der Großangriff beginne. Es wird sehr maßgeblich sein, nämlich wenn man bei den Friedensverhandlungen oder bei den Waffenstillstandsverhandlungen, wenn dann Deutschland eine operative Reserve, ein operatives Gewicht von 20 oder 25 oder 30 intakten SS-Divisionen hat. Das wird das Schwergewicht immer sein. Wir werden dann fähig sein, wenn der Friede endgültig ist, an unsere große Zukunftsarbeit zu gehen. Zielung, die Ordensgesetze der SS, den Jungen anzuerziehen, dann, was ich für das Leben unseres Volkes unumgänglich halte, den Begriff Ahnen, Enkel und Zukunft nicht beizubringen, sondern als Wesensteil von uns, von jedem Einzelnen von uns zu schaffen und zu schöpfen, damit wir selbstverständlich, ohne dass darüber gesprochen wird, ohne dass wir mit Prämien oder ähnlichen materiellen Dingen nur glauben, Kinder bekommen zu können, dass wir selbstverständlich aus diesem Orden, aus dieser rassischen Oberschicht des germanischen Volkes, die reichste, zahlreichste Zukunft und Nachzucht haben. Sodass wir dann in 20, 30 Jahren wirklich die Führungsschicht für ganz Europa stellen können. Dass wir dann, wenn wir zusammen, wir die SS zusammen mit den Bauern, zusammen mit unserem Freund Backe, die Siedlung im Osten betreiben, großzügig, ohne jede Hemmung, ohne jedes Fragen, nach irgendwelchen Althergebracht, mit einem Schwung oder einem revolutionären Drang, sodass wir wirklich in 20 Jahren die Volkstumsgrenze um 500 Kilometer nach dem Osten herausschieben. Dann, dass wir für alle Zukunft, das ist das, was ich den Führer gebeten habe, heute schon, als Vorrecht für die SS, wenn wir bis Ende des Krieges unsere Aufgabe und unsere Pflicht erfüllt haben, als Vorrecht bekommen, dass die SS immer die äußerste deutsche-germanische Ostgrenze hat, dass wir die Wehrgrenze haben. Ich glaube, es ist das einzige Vorrecht, wo wir keinen Konkurrenten haben. Ich glaube, es streitet uns gar niemand ab. Wo wir in der Lage sind, dann jeden jungen Jahrgang in den Waffen praktisch zu üben, dem Osten unsere Gesetze aufzudiktieren, vorzubrechen, Stück für Stück uns vorzufressen bis zum Ural. Und ich hoffe, dass unsere Generation das noch schafft, dass jeder Jahrgang im Osten gekämpft hat, dass jede Division von uns jedes zweite, dritte Jahr ihren Winter im Osten zubringt, dass wir niemals verweichlichen, dass wir niemals Uniformträger bekommen, die zu uns kommen, weil das vornehm ist,
weil der schwarze Rock im Frieden natürlich sehr anziehend sein wird. Sondern dass jeder weiß, wenn ich zu denen gehe, ist die Möglichkeit, dass mein Sohn oder dass er selber, dass er totgeschossen wird. Und es ist, er hat verbrieft, dass als Rekrut jedes zweite Jahr nicht in Berlin tanzt oder in München Fasching mitmacht, sondern dass er in einen eiskalten Winter an der Ostgrenze herauskommt. Dass wir dann damit eine gesunde Auslese für alle Zukunft haben, dass wir dann damit die Voraussetzungen schaffen, dass das gesamte germanische Volk, dass dieses gesamte von uns, dem germanischen Volk, geleitete, geordnete und geführte Europa seinen Schicksalskampf in Generationen, in Jahrzehnten, wir wissen es nicht, wann das ist, mit einem bestimmt wieder vorbrechenden Asien dann bestehen kann. Dass dann, wenn auf der anderen Seite 1 bis 1,5 Milliarden Masse Mensch antritt, wohlgeordnet, hart ausgebildet, mit einem Vorfeld bis zum Ural oder über den Ural dann hinaus in 100 Jahren, ein germanisches Volk von dann, wie ich hoffe, 250 bis 300 Millionen mit anderen europäischen Völkern in einer Gesamtzahl von 600, 700 Millionen antritt und seinen Lebenskampf besteht. Wehe, wenn dieses germanische Volk ihn nicht bestehen würde. Es wäre das Ende der Schönheit und der Kultur, der schöpferischen Kraft dieser Erde. Das ist die ferne Zukunft. Für die fechten wir, verpflichtet, das Erbe unserer Ahnen weiterzugeben. In die ferne Zukunft sehen wir, weil wir sie wissen, deswegen tun wir fanatischer denn je, gläubiger denn je, tapferer, gehorsamer und anständiger denn je unsere Pflicht und wollen würdig sein, dass wir des Führers Adolf Hitler, erste SS-Männer, in der langen, vor uns stehenden Geschichte des germanischen Volkes sein. Und nun gedenken wir dieses Führers. Unser Führer Adolf Hitler, der uns das germanische Reich schenken und in die germanische Zukunft führen wird. Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! Sieg!